Geil. Die Folge wird präsentiert von Puerto Mate Energizing Iced Tea. Mate kennen viele natürlich schon, ist extrem trendy. Wahrscheinlich in Berlin schon wieder nicht mehr trendy, keine Ahnung. Trinkt man sehr gern. Ich kenne es vor allem auch vom Club, wo man gerne noch vielleicht etwas anderes reinmischt, aber ist auch sonst ein sehr gutes koffeinhaltiges Getränk. Ich bin jetzt ein Teetrinker, also eigentlich gar nicht. Kaffee, immer Kaffee. Und natürlich Eistee, oder? Dann eben Mate. Und da gibt es jetzt auch Puerto Mate. Das ist ohne Kohlensäure, Eistee. Cold Brew Mate ohne Konzentrat. Und hat natürliches Koffein von der Mate-Pflanze und irgendwie drum, nach weiß nicht wie viel Kaffee, würde ich so ein bisschen hibbelig mühsam. Hingegen bei dem Ding bis jetzt noch nicht. Sondern man wird irgendwie so ein bisschen konzentrierter, wach, frisch, aber nicht, dass man dann irgendwann so hibbelig hyped up wird. Das ist meine persönliche Sorte, die ich absolut liebe. Mit Zitronengras. Absolut mein Ding. Weil schmeckt oft wie so eine frische, nicht allzu süße Eistee. Und zu viel Zucker ist bei mir eh nie so hoch im Kurs. Hingegen gibt es noch den Granatapfel. Der ist so wie so ein richtig selber gemachter, frischer Früchtetee. Nicht ganz so geil für mich wie der da, wie Lemongrass, aber für viele der grösste Favorit. Also ich glaube, es hat für beide Geschmäcker etwas dabei. Es braucht dann jetzt zu viel Geschmäcker. Ich hasse das, wenn es irgendwie 37 verschiedene Sorten gibt. So, zwei Geschmäcker, Lemongrass und Granatäpfel. Puerto Mate Energizing Iced Tea kann man an vielen Orten kaufen. Also, wie viel der Podcast für dich heute? Der zweite. Der zweite erste, ja. Das geht ja noch. Also. Bam, bam, bam. Du musst nachher dreimal klatschen. Nachher dreimal? Ja, wir haben das mit der Ehrenrunde gemacht, mit dem Lehrer im Cemaili, wo wir am Montag aufgenommen haben. Und haben wir gesagt, weil wir via Zoom zusammengeschaltet waren, haben wir gesagt, Lehrer, wir machen es so, dass wir es nachher übereinander legen können. Ja. Dann wir von drei Retour zählen und dann klatschen. Mhm. Und der Rotmund und ich haben beide 3-2-1 und der Lehrer einfach so. Ja, ja. Fußballer? Ja, nein, er hat es ja nicht wissen. Nein, aber vor allem klatschen als Fußballer ist immer. Immer. Du tust dich selber beklatschen, wenn du rausläufst, du zeigst den anderen, dass sie klatschen sollen. Es war so ein Moment, wo ich gewusst habe, wenn ich jetzt den Manu anschaue, dann erholen wir uns nicht mehr. Also haben wir total professionell einfach weitergemacht. Es gibt aber grossartig, wegen all diesen Zoom-Interviews etc. Gibt es zum Beispiel von The Late Show mit dem Stephen Colbert, haben sie so einen Supercut gemacht von all diesen Sync-Klatschern, cool. Wo die Gäste haben müssen machen. Und zwar haben sie immer irgendwie müssen sagen, ich bin so und so und dann klatschen, oder? Und auch dort, ich glaube, ich weiß nicht mehr, aber es gibt ein paar, die schaffen es nicht ganz so, andere machen es extra falsch, andere sagen einen falschen Namen und so weiter und so fort. Also es ist sehr unterhaltsam. Der Christoph wird sicher irgendwann, schau, er ist schon eingegeben. Das ist so ein flinker Fuchs. Okay, richt mal ein. Es ist ja nicht so wichtig. Wir finden sicher irgendwie Supercut, Colbert, whatever. Ja, ja. Und sonst suchen wir einfach nach John Stewart. Oder da, ja. Kollege Büsser, wie geht's? Es geht mir immer noch gut, Kollege Mutzenbecher. Ich kann nicht klagen. Ich bin zwar eine Woche krank gewesen, aber jetzt wieder voll da. Und bereit, endlich wieder zu arbeiten, um dann zu merken, ich kann ja gar nicht arbeiten. Wir dürfen ja gar nicht. Wir dürfen ja nicht. Wobei mir heute Daniel Koch, den ich vorhin noch einen Podcast aufgenommen habe mit ihm, gesagt hat, ja, Mitte Mai, könnte gehen, weil ich dann meine Derniere habe. Aha, ja. Yeah. Also, so gut der Dr. Drosten und das BAG will, yeah. Habe ich dann Derniere im Casino-Theater. Und im Moment sieht es, glaube ich, okay aus. Aber jetzt schauen wir mal. Gut, man weiß es ja eh nie. Und hat nicht der Koch einmal gesagt, Sommer 22, bis alles durch ist?
Ja, das wäre im Jahr. Eben. Ja, das wird wahrscheinlich schneller sein. Also die Aussage, die er jetzt gemacht hat im Podcast, je nachdem, also wir kommen erst am Samstag raus. Mhm. Weiss nicht, wenn du schnell bist mit dem Video, verrate ich jetzt sozusagen den Primär. Oh, er, wir sind einen Tag vorher. Ja, er sagt, also der nächste Winter wird schon ziemlich easy. Das ist ja auch meine Hoffnung. Ja, also wenn du jetzt auch die Impfzahlen aus Israel siehst, wo erstens schwer darauf hindeutet, dass wenn zumindest der Pfizer-BioNTech eingejagt bekommst, nicht weiter übertreibst, dann nachher dürfte sich das dann nach dem Sommer ziemlich schnell normalisieren. Das wäre doch schön. Hä? Und dann aber eben, es ist immer noch eine Pandemie und man weiss immer noch wenig, aber es deutet vieles darauf hin, dass es gut kommt. Und dann haben wir einen vollpackten Herbst bis zum Gehtnichtmehr, weil alles sich geschoben hat und nochmal geschoben hat. Ich habe wirklich Angst, meine Derniere noch zu verschieben. Also ich habe nur schon, also ich hätte jetzt im März hätte Bern gespielt und dann im April das Zelt da in Zürich, wo ja auch alles schon verschobene Shows sind. Und die haben jetzt wieder wieder verschieben und haben gesagt, nein, jetzt ist wirklich fertig. Die sage ich jetzt ab. Also ich verschiebe jetzt nicht nochmal. Und zwar haben wir haben Bern wie auch das Zelt, haben wir beide schon zur gleichen Zeit hatten wir gespielt, das Zelt vor einem Jahr. Genau. Und Bern haben es noch davon gehabt, irgendwie, glaube ich, um einen Tag verschoben. Oktober oder so, ja. November. Ja, irgendwie dort. Dann hat sich das auch verschoben. Mm. Jetzt hatten wir es wieder, ich glaube, auf ein oder zwei Tage im Käfigturm. Und ja, das Zelt wird wahrscheinlich auch nicht stattfinden. So. Also, die werden. Nein, darf es noch nicht sagen. Aber es wird der Frühling so nicht stattfinden. Nein, das ist richtig. Oh mein Gott, mein Gott. Aber was mich sehr zuversichtlich gemacht hat, jetzt komme ich mit Halbwissen, weil ich weiß nicht, welcher Ort, aber ich weiß noch genau, dass ich den Artikel gelesen habe von einem vertrauenswürdigen Medium. Und zwar, dass sie. Was dann noch? Ich glaube in Dortmund, aber vielleicht ihr okay, jetzt. Das Lokalblatt, da habe ich auch schon viel gehört. Ja. Das Volksblatt in Dortmund. Ja. Nein, dass sie in irgendeinem Staatstheater oder irgend sowas, haben sie 3 Tage lang Tests gemacht mit so Dummies in den verschiedensten Positionen von nebeneinander sitzen ohne Maske, mit Maske, Schachbrettmuster, Abstand etc. etc. Und haben gemerkt, dass sogar der Saal vollpacken mit Maske schon sehr viel bringt. Überraschend. Ja. Ja, also eigentlich keine Ansteckungen. Nach 3 Tagen da irgendwie pusten und lachen simulieren. So. Am wirklich 100% sichersten ist das Schachbrettmuster, was weiß ich. Also eigentlich bedenkenlos. Ja. Für Theater, Konzertlocations etc. etc. Ja, und schon mal gut. Bis wir dann genug Daten haben, sind mit der Impfung wahrscheinlich schon so weit, dass es sich dann auch wieder erledigt hat. Aber das ist ja genau das Problem, oder? Du brauchst wahnsinnig viele Daten, um gewisse Sicherheit zu haben. Und die Leute sind ungeduldig, so Zeug braucht wahnsinnig Zeit. Wir alle haben es satt. Wir wollen eigentlich nur, dass alles wieder normal wird. Ich habe totales Verständnis. Ich mag mich nicht mal über Leute aufregen, die ab Fasnacht gehen. Wirklich. Nein, ich mag mich nicht mal mehr aufregen. Weil ich sogar mittlerweile fast schon Verständnis für das habe. Und finde, ja, schau, wenn es draußen ist, solange wir irgendwie schauen, dass wir 1-2 Meter Abstand haben, mein Gott, geht raus, alles gut. Oder? Also ich bin jetzt Basel schnell über die Brücke gelaufen mit 2 Freunden und es hat viele Leute gehabt und trotzdem aber nicht viel auf einem Haufen und so, sondern immer schön mit Abstand und so. Und es hat trotzdem etwas wahnsinnig Trauriges, weil er einfach so ein paar Gestalten umlaufen. Ich habe auch so das Gefühl, das ist doch so wie die Stars, die du immer mal hast wollen treffen, wo du es besser nicht machst, weil wenn sie triffst, kannst du eigentlich nur verlieren. Ich glaube, so muss es als Fasnachtler sein, wenn du das Jahr bist, zuschauen, dass du vielleicht gedacht hast, vielleicht hätte ich doch gescheiter geschlafen, weil das ist ja mal richtig traurig. Da. Nein, also eben, kannst du gar nicht zuschauen. Also es gibt gar nicht. Es hat keine Möglichkeit gegeben, dass jetzt etwas Effektives passiert. Und das ist einfach so, manchmal hast du fast das Gefühl gehabt, du halluzinierst, wenn du mal irgendwie zu Basel pfeifen oder Trommeln gehört hast. Und das ist dann auch meistens sehr schnell unterbunden worden, so wie ich mitgekriegt habe. Anfangen, nur Tinnitus. Und irgendwie ganz absurd, irgendjemand hat mir erzählt, keine Ahnung, ob das stimmt, Pfeifen sind nicht erlaubt, Trommeln sind erlaubt, weil Pfeifen dort ja Aerosol verstreuen. Ja. Trommeln nicht. Ja. Ja, aber schau mal. Also ich weiss auch nicht, ob es ja für die Trommel ein Gewinn ist, wenn die Pfeife dazukommt. Mir fehlt der kantonale Migrationshintergrund, um das Phänomen zu verstehen. Ja, aber was ich jetzt auch gemerkt habe, jetzt nehmen wir ja den Podcast hier in Zürich auf, hey, die Fastnacht hier wie jedes Jahr. Ja, wirklich. Muss man sagen, es ist sogar eine der besseren. Ja.
Mit diesem Jahr haben wir das erste Mal über Fasnacht diskutiert in Zürich, glaube ich. Und der Zürich-Karneval hat nicht stattgefunden. Es gibt ja jedes Jahr den erbärmlichen Versuch von einem Zürich-Karneval, wo dann nachher wirklich 20... Heißt so, Zürich-Karneval? Es heisst Zürich-Karneval, wo dann 20 ganz traurige Seelen verkleidet durch das Niederdörfli durchlaufen und es wirklich einfach nur erbärmlich ist. Muss aber allerdings sagen, es gibt ein, zwei Orte im Kanton Zürich, wo richtig geile Fasnacht hat. Yeah. Bassersdorf, weiss ich gerade, ist so ein Ort. Urdorf hat, glaube ich, auch eine relativ grosse Fasnacht. Mm-hmm. Achtung, wie heißt Festival in Bassersdorf? Heißt es denn Brassersdorf? Okay. Ja, und der Blick und die Brassband treten auf. Nein, der kommt ja dort aus der Region. Ich bin nicht mehr sicher, ob es Bassersdorf selber ist, aber auf jeden Fall aus der Region dort. Darum heißt der Blickensdorf. Nein, es hört nicht auf. Okay. Bassersdorf. Wieso warst du Blick noch nie in diesem Podcast gewesen? Das ist eine gute Frage. Ganz ehrlich, der Blick und ich, wir kennen uns definitiv nicht. Was? Du hast ihn noch nie gesehen? Das kann ja nicht sein. Also doch, natürlich, Energy... Eben, ich wollte sagen, er ist ja... Energy Event, Saisonabonnement, hat er ja, glaube ich, etwa 7 Jahre hintereinander gehabt. Aber ich weiß nicht, entweder bin ich immer falsch eingeteilt worden oder... es war oft so gesehen, bei den ProSieben-Shows, dass die Viola mit den männlichen Menschen geschwätzt hat und ich mit den weiblichen. Also du mit der Stefanie Heinzmann. Absolut Zufall. Stefanie Heinzmann, Ellie Goulding, oh... Oh. Ja, Ellie Goulding, cool. wo ich meine Liebe gestanden habe. Ja. Hat der Ed Sheeran auch mal gemacht, dann nachher einen Song drüber Ja, und der Calvin Harris, glaube ich, eben nicht. Nein, was hast du halt denn jedes Jahr? Was hast du noch gesehen? Nelly Furtado, da mit dem großen Comeback, wo niemand mitgekriegt hat. Du weißt, wie es ist. Lustigerweise. Die Leute, das weißt du ja selber noch besser als ich, aber die Leute sind immer so wahnsinnig beeindruckt, wenn man irgendwie mit so Stars zu tun hat. Und nach aber gefühlt 2 Wochen weiß man nicht mal mehr, mit wem, wo, was geredet worden ist, weil es ist einfach eine berufliche Abfertigung eigentlich. Ja, das ist ja wirklich immer genau das Gleiche. In so etwas wie bei Energy ist jetzt auch nicht so ein Spektrum an Fragen rum. Weil logischerweise, es geht um die Event, es geht um die neue CD und dann sind auch 2 Minuten schon wieder durch. Genau. Ja, das ist früher, glaube ich, schon viel anders gewesen, dass du als People-Reporter halt wirklich einen Bezug hat zu diesen Leuten. Also die ersten grossen People-Reporter in Amerika, die sind halt wirklich dann bei den Stars die hei gehen zu Nacht essen und haben nachher etwas geschrieben. Yeah. Und die sind auch zweimal dann gehen zu Nacht essen, ohne etwas zu schreiben. Weil man das einfach gemacht hat. Der Helmut Maria Glocker, der ist dann halt im Gunter Sachs eine Woche im Ferienhaus gewesen. Und das ist dann wirklich eine persönliche Beziehung gewesen. Yeah, yeah. Das hast du heute natürlich nicht mehr. Heute sind das durchdesignte Termine, oder? Genau. Das gibt es so. Ja, und heute sind ja die Beziehungen zwischen People-Journalisten und People Menschen, also wie man es immer will nennen, bekannte Menschen, sind auch meistens nur so Zweckbeziehungen. So, hey, wie geht's dir eigentlich? Los mal, ich habe ja nächste Woche den und den Termin, können wir noch etwas machen? Und dann sagt die andere Person, ja, hast du vielleicht irgendetwas Privates Neues zu erzählen? Yeah. Ja, du, wir haben jetzt den Hund. Wie war das? Das weiss doch auch nicht. Yeah, yeah. Das ist ja ein bisschen. Aber geiler Strom, das habe ich vor allem in den 90er und Anfang 2000 habe ich das gemerkt, dass People-Journalisten dann auch immer haben so eine Beweisfoto machen, dass sie tatsächlich den Star getroffen haben. Yeah. Zum Beispiel beim Tele, kennst du noch den Dominik Zahnd? Ja, selbstverständlich. Weltklasse. Ja. Der ganz, ganz nette Sieg hat mal einen Nachmittag habe ich mal mit dem zu tun gehabt. Sehr, sehr nett gesehen. Und ich habe mich dann sehr stolz gefühlt, dass er mit mir auch ein Foto machen wollte. Aber grundsätzlich, ich weiß noch, ich habe früher das Tele immer gelesen bei meiner Großmutter. Da ist immer Dominik Zahnd mit Will Smith, Dominik Zahnd mit Robbie Williams, la 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 la. Und es ist immer so ein Selfie, bevor man Selfies gemacht hat. Nämlich noch mit der alten Kamera. So, wir tun uns jetzt schnell so, klack, da sind wir. Wo auch immer er dann ihn getroffen hat oder sie. So hat meine Karriere angefangen. Du hast so angefangen. Du hast noch ganz komische Brille gehabt. Ja, und noch viele komischere Frisuren. Frisur. Das Bärtli jetzt ist ja ausgeglichen. Dort ist noch recht so ein Ziegenbärtli gesehen. Nein, jetzt verwechselst du mich gerade mit dem Wander. Nein, du hast irgendwann hast du dir auch noch schnell ein Bärtli zu tun. Ja, das stimmt. Das habe ich tatsächlich mal ganz kurz gehabt. Du erinnerst mich jetzt wirklich daran, ich habe das verdrängt gehabt. Aber das stimmt. Ja, das ist so Radio Top-Zeit, dann ist das noch gewesen. Das stimmt. Such mal alte Bilder vom Büsser. Nein, such nicht.
Ja, aber mittlerweile muss man sehr viel bilden. Ich brauche auch einen Christoph zu Hause. Wie ein lebendiger... Er ist ein bisschen wie eine lebendige Siri. Daheim habe ich noch nicht. Alexa, mach mal. Daheim habe ich noch nicht. Bis jetzt nur wenn die Kamera läuft. Aber ja, so hast du eigentlich angefangen. Und zum Beispiel, was weiß ich noch, ein Bild gibt es von dir, das habe ich aber mal gesehen, ich glaube mit der Eva Mendes. Kann das sein? Ja, dort habe ich es glaube ich auch. Eben, ich glaube, darum habe ich es gesehen. Das kann sein, ja. Das ist jetzt eigentlich... hat überhaupt nichts zur Sache da, sondern das war eigentlich dein versteckter Hinweis gewesen, an Christoph, was er googeln muss, oder? Sag mal nach Eva Mendes, Stefan Büsser. Ja, ich weiss nicht, ob das noch drauf ist oder ob Google da tatsächlich mir einen Freundschaftsdienst gemacht hat und das schon wieder vergessen hat. Freundschaftsdienst gegen Bezahlung. Nein, ich habe letztens einen Künstlerkollegen gefragt, du, was kann ich machen, weißt du, bei Google, wenn mein Name eingeht, kommt immer zuerst der Bericht von dieser Show, wo ich auch schlecht gewesen bin. Ja, das weiss ich weiss sogar, welcher Kollege. Das ist gut. Ja, aber du kannst nicht viel machen. Und das ist das, das haben wir schon 100 Mal besprochen in diesem Podcast gefühlt. Das ist das, was ich dann auch immer denke. Mach nicht zufrieden bei irgendwelchen Wettbewerben mit, Newcomer-Shows, was weiß ich, weil es ist dann einfach für Ewigkeiten, ist es im Internet. Und es ist eine Zeit lang auf TikTok plötzlich wieder mein Auftritt bei der grössten Schweizer Talent umgegangen. Wirklich? Ja. Der, wo dir in die Hose beißelt. Richtig. Natürlich so zusammengeschnitten, dass es nicht lustig ist. Man hat es ja müssen kürzen auf irgendwie 30 Sekunden. Ja. Hat nichts mehr Sinn gemacht von dem und alle haben geschrieben, das ist voll nicht lustig. Ja. Dann habe ich gesagt, ja gut, für das ist es dann gleich relativ gut gekommen. Was ich erst viel später gecheckt habe, ist, dass der Hamza auch bei der Schweizer Talent gesehen ist. Ja, und vor allem, dass das Video millionenfach geklickt worden ist im persischen Raum, oder? Ja. So, hast du etwas gefunden? Ich hätte auch noch Videos vom Hamza, wo man also millionenfach könnte Klicks damit machen. Aber die werden wir jetzt mal nicht releasen. Ja, also der Christoph sucht noch ein bisschen. Stefan Büsser alt. Radio Top etc. Nein, du hast so angefangen, zuerst im Print? Ja, als Praktikant. Beim Blick? Nein, zuerst bei der Schweizer Illustrierten. Ah, ja. Damals unter Mark Walder, der nachher auch ganz okay Karriere gemacht hat. Ja, aus dem könnte noch etwas werden. Nein, der war mein erster Chef gewesen. Okay. Und von dort nachher zum Blick und glaube ich am zweitletzten Tag dann eben das Selfie damals mit der Kamera selber ausgelöst, gemacht mit Paris Hilton, wo am Schluss dann halt dazu geführt hat, zu dem, dass wir heute da sitzen. Wieso hat das dazu geführt, dass wir da sitzen? Ja, das war nachher eine riesige Geschichte gewesen, meine Nacht mit Paris Hilton, obwohl ich sie natürlich nur etwa 20 Sekunden gesehen habe. Aber du weißt, beim Blick sind 20 Sekunden auch gerne mal eine halbe letzte Seite wert. Und ab dort hat man mich dann auf die Promis angesetzt. Und, so als Gonzo-Reporter. Ja. Und das hat dann natürlich so zu minimer nationaler Bekanntheit geführt. Was ich noch krass finde, ich habe so ein paar von diesen Dingen gemacht, aber nie in dem Ausmaß wie du. Und selten auch in der Größe von Bekanntheit wie du. Und also die Leute wissen das ja mittlerweile, dass es oft eben so eine Media Day gibt, wo einfach jemand in einem Hotelzimmer hockt und danach kriegst du die 10-Minuten-Slot oder wie lange es dann immer ist. Und dann wird einfach eine Journey nach dem anderen abgefertigt. Jetzt kommt die bitte, jetzt kommt der bitte. Und es ist alles klar vorgefertigt, was man darf fragen, was man nicht darf fragen etc. Und trotzdem gibt es dann so Menschen, die das extra durchbrechen, sozusagen, damit sie dann eben cool sind. Normal wirken, nett sind, was auch immer. Ich meinte, der Robbie ist so einer gesehen. Ja. Der hat das also anders gemacht. Der Robbie ist einfach, also zumindest in dem Fall dort, wo ich ihn zweimal getroffen. Beim ersten Mal war das im Hotel, gerade neben dem Hallenstadion, weil er beim Benissimo ist, glaube ich, auftreten ist zum 70. Mal oder so. Yes. Und wieso so hat, und so da hat, wie wenn man den Benito unheimlich kennen. und nachher ist der einfach, wir sind in drei Journalisten dann eingeführt worden. Und dann ist er einfach auf dem Bett gelegen, mit dem Kopfhörer an seinem Laptop. Und hat dann, wo er gemerkt hat, wir sind hier gekommen, hat gesagt, ja, kommt da ins Schlafzimmer, was heute wahrscheinlich auch so nicht mehr dürftest machen. wir sind auch Frauen dabei gewesen. Und dann nachher ist er dort auf dem Bett gelegen und hat dann den Kopfhörer rausgezogen und gesagt, ja, some new songs, I'm just producing. Ja, klar. Yeah. You wanna listen to it? Und dann sagst du, nein, du, sorry, ich will einfach ein bisschen reden.
Und dann hat er uns die vorgespielt und so, und du hast das Gefühl gehabt, oh wow, cool, das macht er jetzt nur für uns. Wahrscheinlich hat das in jeder Runde genau gleich gemacht und sich eins abgelacht nachher, wie blöd die Schuhe sind, dass sie alle das Gefühl haben, sie haben jetzt etwas mega Spezielles erlebt. Das ist schon, das sind die, die das wirklich auch können, aber es gibt die, ich weiß nicht, sogar bei dir im Podcast die Geschichte auch schon erzählt, mit dem Will Smith zum Beispiel, wo er halt wirklich einfach allein in dem Raum gesessen ist und im Wartezimmer raus sind Jonas gewesen und er hat einfach rausgeschaut und gesagt, okay, who's next? Und dann nachher bist du hier. Nach 10 Minuten hat er gesagt, du, ich gebe den nächsten Zeit. Ist es okay für dich? Und dann sagst du auch nicht nein. Und dann ist er mit dir aufgestanden, schon wieder vor und hat gesagt, okay, wer wird jetzt kommen? Und es ist einfach sonst niemand rum. Und einfach weißt, der ist halt einfach auch genug gross, oder? Dass er die Autorität hat und das total alleine kann handeln. Und es ist auch nicht durchdesign gewesen. Es hat geheißen, du darfst kein Stage schneiden, ich mache kein Fotos. Er hat dann gefragt, wenn wir noch ein Fotos machen. Also weißt du? Ja, logisch. Es ist ja dann auch das Good Cop, Bad Cop Spiel. Oder? Logisch. Es wird oft dann irgendwie eben von Agent und Management und was weiß ich, wird dann zuerst eigentlich alles abgelehnt. Schon mal kategorisch, das dürfen wir alles nicht machen. Und danach kann immer noch eine Person sagen, hey, komm, wir machen noch. Oder also umgeschlagen ist Eva Longoria, jetzt sind es 2 auf 4 Seiten mit Questions not to ask gewesen. Wirklich? Ja, wirklich. Also auch aufgeschrieben, was du nicht darfst fragen. Ja. Yeah. Und wenn du dann 2 Wörter vertuschelst, das sind immer, aber weißt, das ist ja das, wo, es wird dann so ganz zusammengeschnitten, wie irgendwelche Schauspielerinnen und Schauspieler hassig werden ab gewissen Fragen und so. Und dann ist halt wirklich zum 37. Mal an dem Tag im gleichen Hotelzimmer die gleiche Frage. Ich habe jetzt gerade so einen Zusammenschnitt gesehen mit einem, der immer so creepy Fragen über das Kostüm von der Frauen fragt. Es ist so, oh mein Gott, richtig cringy. Ich habe viel Zeit im Moment. Merkst du es? Auf irgendwelche dummen Superkatzen am Schauen. Aber nein, das ist. Und zwar, weißt du, es heisst auf irgendwie, weißt du auch nicht, Moments where people were honest, oder irgendwie so, where famous people were honest. Wo halt wirklich alles Mögliche vorkommt. Und dann merkst du aber, es gibt so ein Pattern, nämlich immer wenn der Typ kommt, dann hat er so mega cringy, creepy, sehr, sehr fragwürdige Frage zu irgendwie bei Anne Hathaway zum Catwoman-Kostüm. Und ich glaube, bei der Scarlett Johansson oder so, ob sie Unterwäsche unter dem und dem Outfit angeht, weißt du, so, wirklich so, oh mein Gott, der hat auf deine Schnur. Ja. Und ich glaube, Anne Hathaway reagiert noch geil, wie sie sagt, brauchst du irgendwie Workout-Tipps oder schaust du gerade auf deine Figur, ist alles okay, brauchst du Hilfe, weißt du? Ja, dort merkst du dann schon, aufgrund von der Antworten, die sie geben, weil das sind ja nicht vorbereitete Fragen, sind sie wirklich cool? Mhm. Oder sind sie auch intelligent? Können sie einigermaßen schlagfertig antworten? Ja. Dort merkst du das dann halt, oder? Ja, logisch. Und ich finde, dort merkst du dann auch, eben vor allem bei Schauspielerinnen und Schauspielern merkst du dann, wie sie zum Teil eben immer noch weiterspielen. Aber du merkst, sie sind trotzdem ein bisschen irritiert, aber sie sind dann so ein bisschen am Überspielen und so. Und dort merkst du auch, auch in so Situationen natürlich emotionale Intelligenz mega wichtig ist. Mhm. Weil zum Beispiel DiCaprio gibt zwar nicht so mega viele Interviews, aber bei dem hast du jetzt noch nie irgendwie das Gefühl gehabt von einer Irritation oder irgendetwas. Der kann das immer irgendwie so, keine Ahnung, geradlinig trocken durchbringen. Wir hat ja so viele Interviews müssen geben für den Hollywood Tarantino-Film. So. Bei dem weißt du einfach nichts nachher. Und, und online siehst du seine Skala, dass jetzt irgendwie, ich glaube, seit 15 Jahren nie eine über 25 ist. Und also, du weißt, er hat ein mega weirdes Leben, aber der kriegt es gerade nicht durch. Wem ist der, die schöne Pointe? Ich weiß nicht, ist es Louis C.K. gewesen? Und er hat gesagt, der neue DiCaprio-Film geht so lang, am Ende von der Premiere des Films ist die Freundin von DiCaprio schon wieder zahlt gewesen. Ja, vielleicht sogar Ricky Gervais. Ist ein Gervais. Das könnte Golden Globe gewesen sein. Stimmt. Moderation gewesen sein von ihm. Ja. Aber es gibt wirklich, das tun wir vielleicht noch einblenden, hast du das schon mal gesehen? Es gibt so eine Statistik. Schau mal das an. Es ist so eine... okay. Es ist so eine Graph und da siehst du unten... Er älter wird, aber sie... Ja. Seine Frau, er wird immer älter, er ist jetzt irgendwie 44. Und du hast auf Leos Age Limit ist bei jeweils 25. Okay. Ja, er hat eine Linie. So. Eben, also, definitiv eine. Und zwar immer eben spätestens bei 25 ist dann wieder Kate da, irgendwie 23. Tony Garn haben wir ja auch mal bei einem Energy Event gehabt. Ja. Die habe ich vom Flughafen abgeholt. Cool. Mega spannend. Ja.
Ah, aber sagen wir 20, so. 2021. Wenn das der Corona-Verlauf gewesen wäre, wären wir jetzt noch am Arbeiten. Also, immer maximal 25. Immer so. maximal 25 Inzidenz. Und er auch. Und er auch. Definitiv. Ja. Nein, logisch. Was soll ich mal sagen? Das weiß ich nicht. Ja, dann hast du den Promi-Reporter gemacht und dann... Schaffst du mit mir die Biografie auf jetzt? Ja, weil dann haben wir uns kennengelernt, das habe ich mir heute überlegt. Wir haben uns kennengelernt, wo du eigentlich auch noch recht frisch bei Energy gesehen bist. Du hast Downtown. Habe ich es gerade übernommen gehabt? Gerade übernommen. Und ich bin noch nicht bei Energy gesehen, sondern ich glaube, dann ist Energy Basel aufgegangen. So, und dann ist der Wechsel gesehen. Haben wir uns auf dem Mütliberg kennengelernt oder schon vorher? Nein, vorher schon. Vorher? Ja, und zwar an einer Premiere im Casinotheater. Ich weiß es leider nicht mehr. Ja. Aber ich habe die meisten erst mal Stöck, vergessen. Also von dem her musst du es nicht persönlich nehmen. Ich bin an Stöck dort, darum weiss ich es noch. Es war Anfang 2012. Ja. Ja. Hey, da haben wir ja das 10-Jährige jetzt dann. Ja, ja. Was schenkst du mir? Was willst du? Was brauchst du noch? Ich habe doch schon alles. Eben. Auf dem Mietliberg? Was ist auf dem Mietliberg gesehen? 10 Jahre Energy. Ah, nein, das ist schon länger gesehen. Das ist schon. Dort hat ja der Baschi. Ja. Der Baschi gesungen. Mhm. Das war der Event gesehen, gell? Mhm. Da haben ja alle noch mit ihm mitgesungen. Und so. Das ist viel später gesehen. Wann ist Energy gegründet worden? Keine Ahnung, aber ich weiss, dass alle, die jetzt zuhören, interessiert überhaupt nicht. Definitiv. Man schneidet es dann auch aus. Ausser die zwei Energy-Mitarbeiter. Grüße an Roger, wo gerade zuhören. Roger und Wanner. Ja, genau. Der Wanner schreibt immer, wenn wir einen Podcast haben, schreibt er nach, hat noch irgendetwas. Vor allem, weil er ja meistens erwähnt wird. Wieso war er nie eingeladen in diesem Podcast? So hässlich ist er jetzt auch nicht mehr. Er muss unbedingt kommen. Ja, eben. Weil, er ist beim... Props beim Julian Turner im Podcast gewesen, Escapism, und hat, finde ich, eine von der spannendsten Folgen, logischerweise für mich gewesen, weil ich halt den Sascha seit der 16 ist kenne. Yeah. Und trotzdem hat es der Julian geschafft, Sachen aus ihm rauszulocken, die ich nicht gewusst habe über den Sascha Wanner. Yeah. Und das habe ich wirklich noch geil gefunden. Also, zum Beispiel, dass er... Sein ganze Astrologie-Zeug und Astrologie-Zeug. Das habe ich per Zufall, als ich ab und zu bei ihm pennt, habe ich das irgendwann mal gemerkt, dass er immer irgendwie Wunderwelt, Wissen, keine Ahnung, wie das Zeug alles heisst. Und der, wie heisst der, Lesch? Harald Lesch, dass er riesen Fan ist von dem und so. Und dass er eigentlich immer das schaut zum Einpennen und so. Harald-Lesch-Videos zu Covid sind auch sehr lustig. Yeah. Weil du merkst, am Anfang ist das total verständnisvoll und irgendwann merkst, können die Idioten auf den Sack. Ich so, wer sie jetzt noch nicht kapiert hat. Ja, du kriegst ja, glaube ich, die ein oder andere Nachricht zu dem Thema. Ja, ich habe immer wieder ganz freundliche Botschaften. Ich habe gerade vorher, wo ich da angekommen bin, schnell etwas vorgelesen, was ich heute Morgen bekommen habe. Das soll ich zitieren? Aber weil es so schön ist. Ja. Jetzt gibst du dieser Person natürlich viel zu viel Props sozusagen. Nein, aber ich war auch lustig zurückgeschrieben. Ah, okay. Der Mike Rohr, man würde gerne sagen, wer es ist. Der Mike Rohr, ein Abonnent auf Instagram, das heisst, es ist ein Fake-Account, einfach so, ja. Können wir es auch locker sagen. Ja. Schreibt, mit einem Tennisschläger dich ins Krankenhaus zu schlagen, das ist ein Ziel, kleiner Hurensohn, 6 Ausrufezeichen. Da hat er zuerst zurückgeschrieben, Satzzeichen sind kein Herdentier. Yeah. Und nachher, und auch inhaltlich falsch, weil wenn ich ein Hurensohn wäre, wären wir ja Brüder. Ich kann so viel festhalten, er findet es nicht lustig. Wieso? Ist denn noch etwas gezogen? Es ist nur gestanden, schreibt. Und wahrscheinlich ist er noch im Konter überlegen. Yeah, yeah. Es kommt dann etwas ganz Schlagfertiges. Das Blöde ist, was er noch nicht weiss, bis dann ist er blockiert. Das wird nie ankommen. Ah. Ja. Das ist auch etwas, was ich mega gerne mache, ist, wenn so Troll anfangen auf Facebook zu schreiben. Und manchmal, ich habe mittlerweile eine sehr geile Community, die wie stellvertretend Krieg gemacht haben. Yeah. Ich muss gar nicht mitmachen. Zurücktrollt. Genau, sie trollen dann zurück und die fighten dann richtig. Und die Person, du siehst, investiert wirklich Stunden für richtig lange Antworten. Yeah. Und dann so, wenn es endlich zum Punkt kommt, wo sie sich so halbwegs einig sind, dann lösche ich den Beitrag. Aber nur zum Ärgern. Sagen so, du hast jetzt wirklich einfach Stunden von deinem Leben für gar nichts vergütet. Niemand wird deine Arbeit jetzt. Aber weißt, bei so Sachen merke ich so,
wie, lustigerweise, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir mega viel anderes Zeugs gemacht und wie oft wir unterschiedlich mittlerweile unsere Leben sind, weil... Also du hast ein Leben, das muss man mal sagen. Ich fahr da zum Podcast, mein Tag bis jetzt absolut ereignislos. Du hast schon 30 Nachrichten gekriegt, darunter ein paar Prügel und Morddrohungen. Und Menschen, die dann untereinander noch das ausfeiten, finde ich großartig. Ja, ob jetzt das erstrebenswert ist, da muss ich jetzt sagen, moah. Nein, es ist blöd gesagt, also wirst du besser sagen können, aber es ist ja ein Stück weit der Preis, den man zahlt für etwas. Und ich glaube, du kannst sicher besser damit umgehen als andere, wenn sie in dieser Position wären. Ich habe mich daran gewöhnen. Ja. Du gewöhnst dich nie ganz daran. Es ist noch nie passiert, dass eine Morddrohung kam und ich dachte, oh, das ist aber schön. Yeah, also weißt, diesen Effekt wirst du nie haben. Yeah. Am Anfang macht es da mega Angst. Also sage ich ganz offen. Ich meine, die heftigste Zeit ist im letzten Sommer gewesen, wo die ganze Sache mit den Serben und dem Djokovic war. Yeah. Wegen Quotenmännern. Wo wirklich im Halbstundentag Morddrohungen gekommen sind. Teilweise von Leuten, die du dann auch gesehen hast, okay, die wohnen im Dorf nebendran, dann ist dir einfach unwohl, wenn du abends mit dem Hund am 11 nochmal rausgehst. Das ja. ist einfach so. Aber auch da gewöhnst du dich dran. Und ja, die anderen aus unserem Team haben dort auch mehr Mühe gehabt, das wegzustecken, als ich jetzt, weil ich es mal blöd gesagt wirklich auch schon ein bisschen gewöhnt bin, relativ viel Hass überzukommen. Mhm. Das ist die eine Seite. Und auf die andere Seite, und das ist halt wieder das, was viel mehr Energie dann auch gibt. Vor zwei Tagen bin ich in den Wald gelaufen und dann kommen zwei Jogger vorbei und einer hält wirklich so, weißt du, weiter joggen da, wie sie das dann machen und sagt, es ist so unfassbar wertvoll, was du für Arbeit machst mit deinen Podcasts. Ja. Und joggt einfach weiter. So, weißt du, der hat nicht wieder mit mir reden, sondern einfach, das einfach wieder loswerden. Ja. Und das kannst du fast nicht beschreiben, was es für ein Gefühl auslöst. Oder wir haben es jetzt gerade auch in der aktuellen Folge Quotenmänner wieder gesagt, wir kommen so viele Nachrichten über von Leuten, sagen, wo, hey, ich habe Depressionen, ihr seid mein einziger Aufsteller. Oder jemand, der sagt, mein Vater hat die und die Krankheit, der wird nicht mehr so lange leben. Ich erzähle ihm von ihrem Podcast und es ist das Einzige, was ihn zum Lachen bringt und so. Das kannst du gar nicht beschreiben, was das an Dankbarkeit auslöst. Und du musst dir immer wieder bewusst sein, du machst es für die Leute, weil die anderen, die dir schreiben, die haben noch ganz andere Probleme in ihrem Leben. Du bist nur ein peripheres Problem. Also das hat nichts mit dir zu tun. Du bist eine Projektionsfläche. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Währenddem du bei den anderen wirklich einen Impact aufs Leben hast. Mhm. Und die den Morddrohungen und alles schicken, die schicken es zwei Tage später jemand anderem. Also weißt, das hat nichts mit dir zu tun. Oder sie löschen wieder ihren Fake-Account, weil es ist gar nicht passiert. Oder Instagram löschen. Yeah. Yeah. Ja, das kenne ich in einem ganz kleinen Ausmaß, kenne ich das auch. So positive Nachrichten. Ich glaube, bei mir ist es oft so, der Podcast und was ich sonst mache, interessiert zu wenig Menschen, dass dann Leute sich noch darüber aufregen könnten, sozusagen. Weißt, es ist natürlich ich sage das immer, mit einem je grösseren Streufaktor du hast, sobald du bei Menschen in ihr Leben eindringst, sozusagen, ohne dass sie das bewusst ausgesucht haben, dann können sie sich gestört fühlen und dann finden sie auf einmal und vor allem, weil klar, du behandelst ja noch... es geht vor allem um Themen. Du behandelst natürlich jetzt noch die Pandemie und tust, was viele Menschen stört, Fakten. Ja, es ist einfach immer mühsam, wenn ein Fakten die Meinung kaputt macht. Ich kenne das auch. Ich hätte auch gerne, dass Fakten oft anders sind. Und das ist nicht geil. Also das verstehe ich schon, aber ich kann es nun mal auch nicht ändern. Also, ja. Was ich aber auch schon hatte, ist bei positiven Nachrichten, es ist mega schön und manchmal habe ich dann aber auch so ein ganz kurzes mulmiges Gefühl, weil irgendwie auch noch du auf einmal so ein Gefühl von Verantwortung nehmen hast. Ja. Und auf einmal so denkst, scheiße, eben die Menschen erzählen dir oft ihr Schicksal, oft kein schönes Schicksal und dass du jetzt gerade ein Retter bist in dem Ganzen. Und danach kriegst du also ein bisschen so einen Druck, so, oh mein Gott. Ich habe das viel mit Eltern von Kindern, die auch zystische Fibrose haben, die Lungenkrankheit, die ich auch habe. Gibt es oft, dass die an Shows von mir kommen, obwohl sie sich wahrscheinlich für meine Comedy gar nicht interessieren, aber halt wissen, okay, der hat CF, ich will mir das mal anschauen. Yeah. Und nach der Show kommen sie, ich rede ja meistens eigentlich mit den Leuten nach der Show und sagen, hey, du glaubst nicht, was uns das jetzt gegeben hat, dich gesehen, 90 Minuten auf dieser Bühne, dass du das kannst. Weil uns sagen die Ärzte, ja, das Kind wird ein ganz schwieriges Leben haben und kann nichts machen. Und du glaubst nicht, wie viel uns das gegeben hat in dem Moment. Mm. Und
Das ist zwar auch etwas, was mich wirklich jedes Mal fast zu Tränen rührt, weil du weißt, du hast jetzt einen richtigen Impact aufs Leben von jemandem. Ja. Yeah. Und gleichzeitig macht es dir genau, wie du das beschreibst, den Druck, zu wissen, ich muss für dich auch stark sein. Ja. Yeah. Ich bin ein Stellvertreter, oder? Ich bin der Posterboy, blöd gesagt, von dieser Krankheit, zumindest in der Deutschschweiz, weil es halt wenig Leute gibt, die die haben. Und ganz oft treten auch CFlerinnen und CFler an mich, die sagen, ja, aber kannst du dich nicht für das oder das einsetzen? Auch jetzt, wo es darum gegangen ist, eine Zulassung für ein Medikament zu bekommen, ja, kannst du dann nicht, also, du bist ja Freund mit dem Berser auf Instagram, kannst du ihm nicht mal schreiben. So, ja, immer, ich will die Position auch nicht ausnutzen und gleichzeitig hast du das Gefühl, du hast eine Verantwortung für die Gruppe und so. Und das ist, ja, ist immer sehr schwierig zum Handeln. Ja, das hast du ja gesagt, mit, vor allem, ich glaube, es ist vor allem heftig, wenn eben Ältere von Kindern kommen. Ja, mit denen dann müssen sagen, nein, sorry, ich kann wohl nichts machen. Yeah. Das willst du einfach nicht. Ja, yeah. Das ist... Das willst du nicht. Es ist spannend. Es geht immer auf alle Seiten. Und je nachdem, wie man gerade unterwegs ist und wie man sich selber fühlt, kann man es besser handeln. Und manchmal ist es sehr schwierig. Ja, weißt du, wie oft reagiere ich auch total unsouverän auf Anfang. Also, nein, wirklich. Gerade auch diese Woche wieder passiert, oder? Die ganze Kacke losgetreten hat mit dem Djokovic im letzten Sommer, mich wieder irgendwo in einem Beitrag abpisst hat, aber ohne mich zu markieren, aber ihre Trollarmee hat es natürlich mir schön weitergeschickt, oder? Wo ich dann deren in einer DM geantwortet habe, sagen, feige Sau, sie soll mich doch wenigstens markieren, wenn sie schon hinter meinem Rücken über mich redet, oder? Und das hat sie dann natürlich gepostet. Und dann da habe ich mir gedacht, du Huren Anfänger, wie Alter! Du müsstest doch wissen, dass das passiert. Aber du bist in dem Moment bist einfach so getriggert und es ist mir scheiße gegangen, krank gewesen und einfach gedacht, ach komm, weißt du, was fickt dich im Fall? Und nachher denkst du, oh, wie unprofessionell, wirklich. Aber hey, look, wir sind alles nur Menschen und ich glaube, das geht ganz oft vergessen. Ich sehe das ja auch beim Account von Daniel Koch, wo ich jetzt wirklich halt auch menschlich kennenlernen durch viele Sitzungen und Aufnahmen, die wir miteinander gemacht haben. Das ist ein todlieber Sieg. Yeah. Der will nur das Beste und der macht Fehler. Natürlich, das ist ein Mensch, oder? Yeah. Aber die Art und Weise, wie der angegriffen wird, also ich meine, ich habe ja Zugriff auf seinen Instagram-Account, weil er weiß gar nicht, wie es geht. Und ich sehe die DMs, die er überkommt. Yeah. Das ist unter alles auch das. Yeah. Also es ist wirklich, man einfach denkt, hey, aber es ist ein Mensch. Und ja, macht Fehler. Aber er ist nicht schuld an dem Virus. Er hat sich das nicht ausgesucht. Er hat das Gefühl gehabt, er hat jetzt Pension und gut ist. Yeah. Und dass er jetzt noch schnell zu einem National Celebrity wird in einem halben Jahr, hat er selber auch nicht gewusst. Im Koch, seine berufliche Karriere, ist eigentlich wie so die klassischen Cop-Movies. Weißt du, was der Dude sagt? John, du weißt doch, ich bin jetzt aus dem Game. Und dann hat er gesagt, hey, Dani. Es ist nur noch ein Job. Und der lacht gut auf alles an den Arsch. Das ist auch so, oh mein Gott. Ja. Ja. Obwohl ich finde, also eben du kennst ihn, ich habe einmal einen Auftritt gehabt vor ihm. Der erste Nacht nach dem Lockdown in Bern. Ist er schauen, tatsächlich. Okay. Der hat ihm Zucker seine Krawatte geschenkt. Zucker ist mega happy. Auf jeden Fall, du kennst es jetzt ein bisschen besser, aber ich hatte jetzt das Gefühl gehabt, dass gerade so nach der Pension, dass das ein bisschen sehr... Hat sehr genossen. Die Öffentlichkeit gesucht hat und wo er bei der Schweiz Illustrierten eine Corona getrunken hat, habe ich so gedacht, ja, jetzt weiss es weiter. Jetzt ja, sind wir, das jetzt darf ich auch öffentlich sagen, wenn ich ihm das gesagt habe. Ja, logisch. Also das ist, dort hat er schon... Aber wahrscheinlich schlecht beraten. Gar nicht beraten. Eben. Und zweitens, auch da, das ist genau das, was ich vorher gesagt habe, das ist ein todlieber Sieg. Wenn dem ein Journalist anruft und sagt, wissen Sie, Herr Koch, so viele Leute wollen wissen, wie sie wohnen, Yeah. Dann kommt der in Druck, weil er denkt, ja, nein, ich schulde, dass die Leute glauben. Weil er natürlich auch vorher noch nie mit Medien geschafft hat. Die haben alle Tricks an ihm angewendet. Ja, klar. Und er ist reingelaufen. Ja, klar. Und dann kommt irgendein Zürcher rasender Reporter und sagt, hey, Dani, so geil, komm jetzt, stand mal vor den Kühlschrank. Hey, hast du noch ein Bier da? Nicht, warte, wir haben da gerade noch eins. Hey, Corona, so geil, klick, klick. Oder? Genau, und ich meine, ich komme es ja nur schon mit, über, eben, wenn er bei mir ist zum Aufnehmen, läutet immer mindestens zweimal das Telefon und es ist irgendein Journalist dran. Yeah. Und, also du hörst, er ist auch nicht mehr die Jüngste, das Telefon auch relativ laut, du hörst dann ja, was die Leute am anderen Ende sagen, weil es ist ruhig im Raum, oder? Yeah. Und dann denkst du dann manchmal auch, leck mir mal, hat der Nerven, dass der überhaupt noch antwortet auf so Zeug. Weil das teilweise dann wirklich einfach ein hochtendenziöses Zeug ist, yeah, was einfach einer in der Redaktion heisst, Praktikant, Leute mal am Kochkampf fragen, ob es kann sein oder nicht. Und dann muss der teilweise wirklich für Zeug alles stehen und der Kind daneben. Und ich finde, Alter, eigentlich musst du das auch nicht mehr geben. Ja, also, ja. Yeah, yeah.
Das finde ich auch immer, das ist bei uns in der Schweiz natürlich sehr, sehr klein geworden, aber ich weiß noch, wie früher noch, vor allem Menschen sich so unglaublich aufgeregt haben, wenn es geheißen hat, fragt mich nicht Sängerin oder Schauspieler oder was weiß ich, meldet sich jetzt zu Wort zu dem und dem Thema. Und dann die Leute sagen, was hat die Person überhaupt sagen zu dem Thema, ist doch eine Frechheit. Und dabei ist in Wirklichkeit die Person an irgendeinem trümmeligen Event gesehen, ja, auf einem roten Teppich gestanden und irgendeine Reporterin oder Reporter kommt, hebt das Mikrofon an und sagt, was sagen Sie eigentlich zu dem tragischen Unfall dort und dort? Und die Person ist so ein bisschen, keine jo, Ahnung, ich bin pansexuell. Ja. Genau, eigentlich. Im Zweifelsfall funktioniert das. Im Zweifelsfall funktioniert das. Das ist genau auch so ein Fall. Dominik Rinderknecht ist ganz sicher nicht in dem Podcast mit dem Ziel, ich will jetzt mal über Pansexualität reden. Ja. Yeah. Sondern man hat sie dann auch gefragt. Yeah. Und Medien machen nachher eine Geschichte, sie erzählt jetzt das und das. Yeah. Weil sie wissen, das klickt wie blöd. Yeah. Oder? Klar, in dem Moment, wo sie sagt, weiss sie, dass das passiert, da ist sie mittlerweile auch Profi genug. Yeah. Und das ist ja auch alles, das ist ja alles gut, aber man muss nicht so tun, als würden die Leute immer von sich aus, wenn sie das in einer Insta-Story machen, okay, dann haben sie das wirklich von sich aus gesucht. Mhm. Aber das hat sie ja nicht gemacht. Und da finde ich mir, hör mal auf, wo immer aufregen. Hey, die muss die ganze Zeit über das Thema reden. Nein, sie wird dann auch gefragt. Ja, gut. Man muss jetzt aber auch dort sagen, das ist natürlich ein bisschen wie, wie heißt es, der Fritz, der nach dem Wolf schreit oder so. Ja, ja. Bei der Dominik Rinderknecht ist, ich glaube, jetzt vor 20 Mal hat sie 19 Mal sehr klar selber die Öffentlichkeit gesucht, um irgendetwas mitzuteilen. Und jetzt ist es vor einmal nur halb gesucht gewesen. Das stimmt. Aber eben mega oft hast du Menschen, die dann oft irgendwie auf einem roten Teppich etwas müssen beantworten, wo sie, wenn du nicht gerade richtig reagierst und irgendwie sagst, keine Ahnung, in meinem Fall, also ich bin Komiker und ich glaube nicht, ich sollte jetzt etwas zusammen sagen. Das habe ich sehr gelernt. Eben. Also, denkst eben oft so, ja, natürlich musst du sagen, dass du es tragisch findest und bla bla bla. Und danach kommt das irgendwie als News und dann können sich die Leute wieder darüber aufregen, von wegen, mach doch einfach deinen scheiß Job, ja, du hast nichts zu diesem Thema zu sagen, etc. etc. Aber das ist halt auf das künstliche News generieren. Ich meine, du weißt ja genauso wie ich, wenn wir an ein Event gehen, wir wissen mittlerweile, welche vier Fragen kommen. Die Fragen von den Promi-Journalisten, bevor sie überhaupt gestellt werden. Ja. Weil, angenommen, du gehst jetzt an eine Casino-Eröffnung, dann wird sie, was ist ihr Ass im Ärmel? Und, wenn das ist sie, aber eine von den besseren. Wenn haben sie schon mal Glück gehabt in ihrem Leben, wenn sie schon mal Pech gehabt. Ja. Christoph könnte sicher auch noch zwei, drei Fragen schnell aus dem Ärmel schütteln. Ja, aber die wichtigste ist ja, also die wichtigste Frage, glaubst du auch, Pech im Spiel dafür Glück in der Liebe? Wie sieht es denn bei dir so aus? Ja, der sneaky way. Absolut, ja. Absolut, ja. Aber Christoph hat sicher eben auch noch also ich habe das jahrzehntelang müssen machen. Das fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ja, sind wir eigentlich noch gleichzeitig beim Blick gewesen? Nein, ich war knapp früher verpasst. Ich bin schon in den 80er Jahren gewesen. Ich habe noch reisen. Jetzt habe ich andere Scheiße von mir gegeben. Hat es dort den Blick sogar schon gegeben? Ja, ja. Unglaublich. Und wenn? Und nachher bin ich bei der Essi gewesen. Du hast den umgekehrten Weg gemacht? Ja, ja. Mhm. Und nachher in der Unternehmenskommunikation, wo du nachher beim Blick... Dort bin ich dann schon Lehrling gewesen, aber glaube ich. Also, ja. Mhm. Ich habe noch etwas gefunden. Meine Nacht mit Eva Mendes vom 8. November 2007. Es gibt aber keine Bildung. Auch Nacht gehabt. Nein, ja, du bist du was so. Und ein Bildlegende habe ich gefunden. Also ich habe das im Darknet gefunden, nicht im normalen Internet. Ja, das ist klar gewesen, ja. Und irgendwie ist Stefan Büsser flirtet mit Eva Mendes. Aber das ist gut. Bilddokument, hast du es löschen lassen, oder? Nein, ich habe... Kein Bilddokument? Nein, ich habe das Bild ganz sicher auf meiner Dropbox. Also ich könnte es jetzt schon suchen, aber ich weiss jetzt nicht, ob da der Mehrwert jetzt wirklich so... Es wäre höchstens wegen Ziegenbärtel interessant, aber ja. Hast du es geschafft, dass keine Bilder mehr von dir rum sind von früher? Das kann doch gar nicht. Nein, das kann, also rum sind sie eh noch und wenn, dann spätestens im Bilddatenarchiv von Rinier. Also dort sind sie sicher im drin. RDB könnte man mal genau. Im RDB ist es garantiert drin. Ja. Yeah. Und im SMD findest du es wahrscheinlich auch. Ja, dort habe ich eben geschaut. Dort ist es nicht drin gewesen. Das ist nur der Text. Nur der Text, okay. Wahnsinn. Ja. Vielleicht muss man wirklich... Du musst einfach genug andere schlechte Bilder machen. Und dann irgendwann ist es wie so, finde Google, ja, jetzt ist aber mal gut. He? Okay, dann nehmen wir aber die alten weg. He?
Ja, also du bist... Archive.org, kennst du das? Das ist so, das tut alle alten Websites abspeichern. Bis zurück. Oh, findest du meine allererste Webseite drin? Möglicherweise. Die hat klatschportal.ch geheissen. Wann ist die gewesen? Ja, da war da bin ich 13, 14 gewesen. Das heisst, es müsste gerade so knapp vor den 2000er gewesen sein. Okay. Das ist ja, das ist eigentlich mein Start gewesen, das weiss man ja fast nicht. Klatschportal.ch, dort habe ich wirklich so Klatschmeldungen selber geschrieben und verbreitet. Und mit dem Medienportal, wenn ich es mal so nehmen darf, ich bin eigentlich Medienunternehmer gewesen, mit etwa 14. Aber die Klatschstories, die hast du erfunden? Nein, nicht erfunden. Also es sind schon, ich habe sie einfach eigentlich wie jetzt ein guter Häftling, einfach abgeschrieben. Yeah. Damit, oder? Okay. Yeah. Und habe in der Schweiz dann eben auch eigene Geschichten gemacht. Also ich habe mir dann dort zum Beispiel eben beim Tag der offenen Tür angemeldet bei Radio 24, um dort darüber zu schreiben und habe dort Sascha Wander kennengelernt. That's the beginning of our love story. Und dann haben wir nachher zusammen ein Internetradio gemacht. Er ist schon beim 24 gesehen? Nein, er ist auch als Besucher gegangen. Und wir sind in der gleichen Besuchergruppe gewesen. Und dann haben wir miteinander geschwätzt, wie zwei Junge. Normalerweise hast du dann dort den Freddy und seine Frau, die eigentlich gar nicht mitkommen wollte, hat müssen, am Tag der offenen Tür, weil damals ist man für den Roger Schawinski auch schon auf dem Bellevue demonstrieren. Oder wie heisst Bürkliplatz. Und dann plötzlich zwei Junge dort, die irgendwie 14, 15 waren. Und so haben wir uns gefunden. Und nachher hat er gesagt, ich mache ein Internetradio. Er hat gesagt, Radio will ich auch machen. Er hat gesagt, ich komme mal einen Artikel über dich schreiben für mein Klatschportal. Und dann bin ich hängen geblieben. Ja. Vor allem Internetradio, wenn man jetzt schaut, was es alles gibt, sind wir ja wieder eigentlich sehr nah bei dem. Und das ist ja, also ein Podcast ist ja auch eine Art Internetradio, halt einfach auf eine gewisse Zeit reduziert. Yeah. Aber es ist Wahnsinn, wie gewisse Sachen sich oft immer wiederholen und einfach alles so seine Phase hat. Mhm. Weil, ich meine, der Ricky Gervais, wo ich Fan geworden bin von ihm vor mittlerweile eben über 10 Jahren oder so, und ich den toll gefunden habe, so richtig, richtig toll, hat dann also eine beschissene Webseite gegeben, es hat, glaube ich, noch nicht wirklich Social Media gegeben, so knapp, aber er ist eigentlich immer nur auf seiner Webseite, hat so einen Blog gehabt und hat den erfolgreichsten Podcast auf der Welt gehabt. Mit dem Carl Pilkington und dem Stephen Merchant. Dann habe ich damals Gefühl gehabt, Podcasts, das ist so eine Szene-Shit. Das ist jetzt. Erfolgreicher wird es nie. Szene, was in Schritten in dem Podcast. Richtig. Und Christoph, nur schnell, wenn ich jetzt ein Bild gefunden habe, wie tue ich dir das jetzt schnell über beamen auf das iPad? Oh, jetzt wird es aber ganz technisch, du. Ah, willst du das so machen? Ja. Seine Klatschportalseite am Finden. Geil. Also, nur schnell, ich schicke dir einfach mal per... Kannst du sicher einblenden, oder? Du bist ja jetzt so ein Hardcut. Kann ich dir nicht per WhatsApp schicken? Eben. So, weil ich habe ohne Scheiß, ich habe noch eingeben, Stefan Büsser, Paris Hilton, und dann kommt er. Wow. Oh, ist das jetzt deine alte Webseite? Krass, ja. Einfach ohne Bilder. Ja, es ist natürlich nicht mehr so... Hey, ich habe 75 Stutz pro Monat verlangt für Werbung da drauf. Geil. Cool. Ja, ordentlicher Preis gehabt. Zeig doch mal. Groupie, geh noch mal rauf. Gestört Ems, Telefongespräch mit der Ex und sie rastet aus. M, ist das der Eminem? Wahrscheinlich. Da hat man mal für 3 Minuten hat man da mal M genannt. Ja. London, England. Er hatte es auf ihr Biegen und Brechen versprochen. Nein, Kim, ich habe nichts mehr mit Groupies, soll er ihr gesagt haben. Doch während er... Justiziabel sonst, weißt du? ...mit dem Nartel telefoniert. Der Eminem hat sicher in London ein Nartel gehabt. Wahrscheinlich. Klingelt sein Zimmertelefon im Hotel. Am anderen Ende ein Groupie. Was für ein Turn of Events. Nein. Ich muss schon mal sagen, das ist gar nicht einmal so schlecht geschrieben. Ich bin jetzt gerade selber ein bisschen überrascht. So, dann. So, jetzt kommt das, was der Joel geschickt hat. Das nimmt mich jetzt selber auf. Ja, das ist berühmte Paris Hilton-Bild. Von, weißt du, der Dude hinter dran? Ich weiss es nicht, aber er hat keine Freude gehabt. Definitiv nicht. Ja. Das ist auch, glaube ich, es tut leid, es mir tut, das ist, glaube ich, die schlimmste Phase von euch beiden.
auch Paris Hilton sieht da richtig scheiße aus. Ja, das stimmt. Ist nicht ich möchte einfach gerne über meinen Glow-Up reden. Also wirklich, können wir das mal einfach festhalten, dass das ganz okay geworden ist? Also, hey, ich weiß nicht, was du gemacht hast und wie du es gemacht hast, aber sehr, sehr eindrücklich. Ja. Wirklich? Und ich kann euch nur eins sagen, und ich sage das auch immer wieder an Dates. Ich nehme ab und zu ein Foto von meinem Papi mit und sage, look, ich weiss, jetzt ist es noch nicht so geil, aber es ist eine Investition in die Zukunft. Einfach, bleib dran. Das sagt man doch immer. Man muss immer auf die Eltern schauen, zum sehen, wo es angeht. Ja. Ja. Also bei Eva Mendes finde ich tatsächlich nicht. Ja, das, muss ich es jetzt bringen? Das hast du komplett ausradiert. Nein, ich habe es nicht ausradiert. Also das hat einfach, ich glaube, es ist wirklich einfach zu wenig wichtig, dass es bei Google noch drin wäre. Aber ich behaupte jetzt, wenn ich suche, Eva Mendes, das ist ein MP3, da haben wir es. Es ist tatsächlich mit Bärtli. Es gibt zwei, das ist Eva Longoria. Ja, die Evas. Die Scheiben Evas. Ich muss schauen, bei welchem Frisur schlimmer ist. Ja, es ist eigentlich egal. Aber da habe ich wenigstens einen Anzug an. Warte, darf ich es auch dir schicken, Christoph? Ja. Gib mal deine Nummer durch. gib mal deine, sag mal. AirDrop. Warte, ich glaube, ich habe sie. Hätte ich jetzt behauptet. Hast du WhatsApp? Ja. Oh, nein, ich habe sie wirklich nicht. Du suchst aber auch wirklich verzweifelt neue Leute. Also, warte jetzt. Also, sag es nochmal. 405 57 64. Hat jetzt nur wenn ich es nicht schon gemacht hätte, hätte ich jetzt ein bisschen darüber gemacht, wie mir beschissen seine Telefonnummer gegangen. Stimmt, die gibt es schon vom Joel. Aber sehr gute Nummer. Sehr gute Nummer. So, jetzt haben wir es geschickt. Ja, das ist ein grosser Mehrwert. Ein grosser Mehrwert. Achtung. Ja gut, da ist jetzt noch seine Nummer, ja, jetzt oben. Ich bin froh, wenn die noch zu sehen ist. So. Oh mein Gott. Also da hast du so ein bisschen... Da hast du so Edward Snowden Vibes. Ja, ist schon mit den neuen Brüdern, glaube ich. Das ist nicht mehr die ich bei der Paris angehabe. Wow. Ja, das ist die neue Brille. Ist in Istanbul. Also das Bild habe ich definitiv noch nie gesehen. Das ist Next Level. Die Brille. Hast du eigentlich deine Augen gemacht oder hast du auf die Linse jetzt? Nein, gläsert. Gläsert? Ja, vor über 10 Jahren. Immer noch alles prima. Und ich müsste aber jetzt gerade mal entweder nachlasern oder eine Brille, weil ja, jetzt merkst du schon, nach 10 Jahren, die Augen werden auch nicht jünger. Yeah. Ich merke schon so ein bisschen, auf Distanz gesehen, nicht im Ganzen so gut. Yeah. Aber immer noch völlig im Rahmen vom Treppbohr. Linse ist nie ein Thema gewesen? Ich kann mir nicht die Augen langen. Wirklich? Nein, ich habe wahnsinnig Mühe, ich mache es wirklich nicht gerne. Ja. Also es ist ja auch ein bisschen gewohnte Sache. Also irgendwie, wenn es 20 Mal gemacht hat. Ja, aber ich hab mich gar nicht dran gewöhnt. Okay. Ja. Weil ich habe immer mega Schiss gehabt. Ja, natürlich. Reden. Also weißt du, es ist aber eine gewohnte Sache, mit Leuten schlafen, die du nicht willst. Nein, das ist ganz schlecht. Aber das hast du jetzt auch mittlerweile angekriegt. aber das kann ich mittlerweile. Und ich muss sagen, Jobs, die du bekommst, sind wirklich gut. Ja. Ich weiß noch, das muss ich eben immer wieder sagen. Ich weiß noch, das Pommi-Reporter-Zeug haben wir jetzt gesehen. Du hast aber auch Warm-up gemacht. Ja, fürs Fernsehen. Ja? Ja, für eigentlich alle Endemol-Shows. Und wir sind mal an irgendeinem Weihnachtsessen gesehen von Endemol, wo der damalige Chef noch gesagt hat, das weiß ich nämlich noch, er hat gesagt: Büssi, du willst einfach wissen. Du willst einfach wissen. Wirklich? Das weiss ich jetzt gar nicht. Bin ich schon voll gewesen? Ja, wahrscheinlich. Ja, wir haben ziemlich in so einem Weinkeller gesehen. Ja. Und dann sind wir irgendwie noch, also ich glaube, nur Stehessen. Und ihr seid dort noch von der Soap, oder? Ja, von Best Friends. Das ist auch vorhin einmal produziert worden, ja. Und dort weiss ich noch, und ich dachte, fuck, ja, das stimmt. Weil eben zum Beispiel Warm-Up,
das klingt so blöd, es ist ein geiler Job, aber man darf sich nicht zu schade sein dafür. Weil ich kenne Menschen, die sagen, nein, so etwas würde ich nicht machen. Ja, kein Mensch, der hat es nicht gut geändert. Aber ja, es, nein, es ist tatsächlich, ein Job. Ich schätze. Es ist gleich ganz viele. hat diverse, wo. Ich weiß noch einen. I'm not gonna say names. Einen, das ist ein Blickartikel. Ich sag nicht, ob es so gesehen ist oder nicht. Man weiß es nicht genau, aber der Blickartikel ist irgendwie gesehen. Wie hat er geheißen? Bei Deal und Nordine hat es einen gegeben. Mal einen Deals gemacht, den er nicht jetzt hat. Nein, sie hat einen geilen Begriff gemacht. Wie hat er geheißen? Ich weiß nicht. Er hat auf jeden Fall, glaube ich, mehr von seinem Körper gezeigt, als dass er hätte sollen. So. Ist aber eigentlich eine harmlose Geschichte gewesen, aber gleich. Das tut ja nichts zur Sache, aber das ist ein Job, den du schon. Also, das ist Hardcore-Arbeit. Also, das muss man vielleicht für die drei, die nicht aus der Branche sind, die zuhören, muss man schnell sagen, ist so beim Fernsehen, zumindest bei der Zeit, wo ich dort Warm-ups gemacht habe, haben sie also praktisch mit dem Guard Leute vom Altersheim ins Fernsehen gefahren. Mhm. Weil wer hat schon Zeit gehabt, am Donnerstagnachmittag Deal or No Deal zu schauen? Yeah. Und danach hat man die ins Publikum gesetzt und dann hast du die Leute müssen warm machen, eben Warm-uppen. Mhm. Und dann musst du denen beibringen, wie sie klatschen, an welcher Stelle. Und dann hast du die unterhalten und hast ein bisschen lustig sein und weiss ich was. Und das ist nicht so einfach wie dem Publikum. Mhm. Und dann lernst du dann schon sehr viel, was du später auch für die Bühne kannst brauchen. Also du lernst Ruhe aushalten. Ja, klar. Du lernst wirklich einfach zu reden und zu unterhalten. Du hast einen Knopf im Ohr. Es hat auch jemand, der bei einer gegen 100 Mal technische Panik gegeben, wo ein Computer abgestürzt ist. Und dann hat es geheißen, okay, warm up raus. Mhm. Dann bist du raus. Und dann haben sie darauf so gesagt, schau, wir haben ein technisches Problem, wir wissen nicht, wie lange das geht. Mhm. Mach einfach mal. Mach mal. Und das hat können 2 Minuten gehen. Es hat aber im längsten Fall auch mal 45 Minuten gedauert. Ja. Und wenn du 45 Minuten musst unterhalten, einfach mit nichts, dann bist du am Arsch. Und dann musst du irgendetwas machen. Ja. Und dort lernst du wirklich fürs Leben. Der das übrigens aktuell macht, ist der Ramin von 2 am Morgen. Der macht viel Warm-ups im Fernsehen und geht jetzt durch die harte Schule durch. Und ab und zu Kollege Reto Scherer. Einfach von der Fun of It? Ja. Ah, wirklich? Also ja. Ich doch, bei Dings, also bei Hello Again. Ah, bei Hello Again macht er das, ja. Das stimmt. Ja. Ist er schnell vorbeigekommen? Ja, aber ich glaube, das ist erstens ein Freundschaftsdienst der Familie Kirchsberger und zweitens... ja, auch das ist sein Baby, ein bisschen, die Sendung. Also das, die hätte er auch gerne moderiert, logischerweise. Yeah. Oder? Also das hätte ja auch super gut gepasst. Ja, es würde mich auch nicht wundern, wenn er fragt, ob er im Sommer noch Donnerstagabend warm ups machen darf. Und ich würde es sehr begrüßen. Also einfach damit das auch gerade festgehalten ist. Reto, jederzeit sehr, sehr gerne, aber, weil da aber, ist er schon einfach einsame Spitze. Aber alte Schule von meinem Vater ist... Man soll das Warm-up immer selber machen. Ist richtig. Mache ich eigentlich auch. Also ich habe bei den Swiss Music Awards hat es immer den Turner gemacht. Ja. Gut, aber der hat eine ganze Show gemacht. Genau, das war wirklich eine Warm-up-Show gewesen dann. Ja. Und da hat er ja immer müssen, das ist ja manchmal schon fast ein bisschen, hat schon fast etwas Betreuerisches gehabt, der Ivo Sacchi dann dort führen zu führen, von dem er etwas hat müssen sagen. Und nachher schauen, was, ja, ich darf das sagen, ich bin beim Untervertrag. und nachher nochmal irgendwie Überleitungen machen, im Publikum sagen, schau, das und das passiert und so. Und dann habe ich aber, und das haben meine Vorgänger-Moderatoren nicht auf das bestanden, ich schon. Ich habe gesagt, ich will noch mal raus. Bevor ich die Show anfange, ich bin der Letzte, den sie sehen müssen, bevor die Show losgeht. Mhm. Weil ich gewusst habe, ich will die noch mal anpeitschen und ich muss auch wieder den Saal und das Publikum und alles zuerst mal spüren. Mhm. Das ist mega wichtig und ich glaube, das habe ich bei dir im Podcast auch schon erzählt, wie der Thomas Gottschalk das Warm-up macht. Das ist, wenn der einfach 3/4 Stunde vor der Sendung schon schnurrt, das sind die Leute hin und weg und gehen dann einfach auch gerade viel mehr. Nein, weil du Gottschalk Warm-up gemacht hast, hast du mir nicht erzählt. Hast du nicht? Nie erzählt im Podcast? Nein. Ich habe ihn 2-mal gesehen, Warm-up machen, für Wetten, das. Einmal in Luzern. Das war so halbwegs spektakulär gewesen. Aber das Krasseste war wirklich im Kolosseum in Malle. Palma. Ja. Ja. Oi, ja gut, aber das ist... Eben, das Kulissen und alles natürlich schon. Das ist eigentlich, dass das gefilmt worden ist, ich glaube, auch für den Gottschalk dann noch nebensächlich gesehen. Ja.
Das ist wie einfach seine grosse Solo-Show gesehen, ja, oder? Absolut. Mit noch der Kevin James, Jesa, direkt vom Michel Flieger. Michel Hunziker hat es ihm wohl mal ein paar nicht gegeben. aber der Afterparty. Yeah. Und der ist wirklich 3/4 Stunden vor Sendebeginn. Zuerst kommt auch ein deutscher Warm-Upper, der irgendwie am 7. gekommen ist und gefunden hat, jetzt geht es dann los und so. Machen euch schon mal bequem. Sind alle abgesessen und irgendwie dann am 6:45 kommt der Thomas Gottschalk. Und dann nachher hat er schon gesagt, jetzt kommt einfach schon Grüezi sagen, weißt du? Und dann geht er wieder hinter und dann kommt wieder ein Warm-Upper. Und, yeah. Und dann hat er geschwätzt und erzählt. Und, weißt du, einfach aus dem Nichts. Mhm. Und einfach aus Wetten, dass Zeiten erzählt. Yeah. Und dann hier, ja, schau mal, was haben wir hier? Ah, hier, mein Lieber, hallo. Yeah. Und so, aber halt wie er ist. Mhm. Und irgendwann ist so 5:08, ich denke, hat auch noch Nerven. Yeah. So. Yeah. Irgendwann ist 8, irgendwann ist 5:08, irgendwann ist 10:08. Muss man sagen, er ist in kurzer Hose unter einem T-Shirt gestanden. Am 7:50. Und du denkst, Alter, du bist nicht ganz dicht. Am 13:00 sagt er so, jetzt wird es, glaube ich, langsam Zeit. Ich gehe jetzt da nach hinten, dann kommt da diese Melodie, die kennen sie alle, dann kommt das Intro, dann komme ich raus, so, und dann gehen sie alle ab und so. Und ganz wichtig, wenn ich diese Geste mache, und also die bitte auf, ruhig sie Geste, das ignorieren sie, dann machen sie einfach weiter, ja. Genau. Und genau so ist es gewesen, der ist hinterher gegangen, wirklich am 13:50. 2 Minuten später gestriegelt in einem Anzug rausgekommen. Und du denkst, du bist wirklich einfach ein fucking Amok. Du bist nicht ganz dicht in deinem Grill. Gut, so gestriegelt wie der Thomas Gottschalk kann sein. Ja, natürlich. Frisur hat er nicht mehr viel gemacht. Aber das hat wie auch niemand erwartet, glaube ich. Nein, logisch. Aber der wirklich nochmal den ganzen Anzug, also das heisst, er hat mindestens Hose und T-Shirt und alles nochmal umziehen hin. Ja, ja. Die Schuhe auch. Also, ja, die meisten von uns würden jetzt das nicht 2 Minuten vor einer Show mit 20 Millionen Zuschauern machen. Ja. Aber er ist halt einfach der grösste Showprofi, wo in Deutschland sicher genommen ist. Hingegen erschreckend schlecht das Warm-up vom Stefan Raab jeweils. Ja. Erschreckend schlecht. Und zwar, weißt du, nicht einmal, das habe ich so faszinierend gefunden, nicht einmal spontan, das heißt für vorbereitet, du würdest jetzt erwarten, wenn es vorbereitet ist, dann sollte es eigentlich noch recht gut sein, weil das hätte mir ja dann irgendwie schon, weiß nicht wie viel, 100 Mal gemacht, also sollte das sitzen, aber hätte dann irgendwie einfach so, Wenn etwas scheiße ist, dann kommt das da und dann läuft irgendwie ein Modern Talking Song. Und so. Also weißt du, einfach so ganz miese Gags. Ja. Und die Stimmung ist durch das nicht besser geworden. Ja. Und das hörst du auch von jedem und jeder, der jemals einen Auftritt dort gehabt hat. Das toteste Studio, das du jemals hast können betreten, ist das TV-Total Studio gesehen. Ich kann mir vorstellen, wenn sogar der Chris Tal scheitert. Nein, das ist das Problem, wo man, glaube ich, auch als Zuschauer gespürt, Stefan Raab hat die Sendung nicht geliebt. Yeah. Der Stefan Raab hat die Sendung gemacht. Und der Thomas Gottschalk ist mit jeder Faser Wetten, dass gewesen. Mhm. Definitiv. Und darum hat es auch nicht mehr funktioniert, wo er weg war. Weil das kannst du nicht ersetzen. Und darum hat für ihn ja eigentlich auch nichts funktioniert, was er sonst gemacht hat. Ja. Weil eben in Mallorca 3/4 Stunden hier erzählen und ja, natürlich, damals, hier und bla bla bla, das finden die Leute geil. Aber wenn er ja mal seine unsägliche Live-Show vor den Tagesthemen gemacht hat, wo er das Gefühl hat, die Menschen wollen jeden oben 20 Minuten ihm zuhören, wenn er irgendwie erzählt, ich habe ja Heidi entdeckt, damals, hier in der Show, natürlich jetzt Ziel, Trennung, interessiert keine Sau. Sondern das muss zusammen Showbühne und zwar nur die. Ja. Und es gibt halt die grossen Shows nicht mehr, oder? Ja. Wobei ich schon muss sagen, gerade ProSieben macht eigentlich einen recht guten Job mit den ganzen Joko und Klaas-Shows. Wieder, ja. Wo sich die anderen einfach nicht getrauen. Man hat sich das einfach zu Tod gespart. Es hat so herzige Versuche gegeben in der Pandemiezeit, wo man kurz gemerkt hat, die Leute schauen in den Fernsehen. Komm, wir versuchen es mal, dann hat der Günther Jauch und Oli Pocher in die 50. Show rein. Yeah. Das funktioniert halt nicht. Oder? Ja. Das ist eigentlich schade, weil eben die. Ich glaube weiterhin daran, dass das Wetten, das absolutes Potenzial hätte, wieder eine grosse Show zu sein. Ja, also es ist irgendwann mal ein Talk gesehen, dass sie, glaube ich, wieder so ein Sommer. Ich glaube zum 70. Jubiläum oder so. Ja, und wenn das dann gut läuft, dann machst du es jeden Sommer. Dann kann er eben jeden Sommer. Einmal Mallorca. In die Mallorca Arena. Das war ja der Shit. Und das würde wahrscheinlich wirklich auf alle schauen. Und danach hat man natürlich jetzt den Billie Eilish. Dann hast du auch noch die Jungen dabei.
Da ist sie. Ja, das ist eben die Frage. Mit den Haaren, natürlich. Du musst eben den Wahn von den Fernsehsender immer nur die Jungen abholen. Das ist völlig falsch. Gut, aber weißt du, die Alten hast du sowieso. Machst noch einmal Helene und dann läuft's. Also, ja. Dann hast du ja. Ich freue mich, wenn Helene Fischer Show endlich wieder kommt im nächsten, an der nächsten Weihnacht. Ja, gut. Die wird ja normalerweise, glaube ich, jetzt aufzeichnen. Damit's denn ja, wahrscheinlich bald etwa. Ja, wahrscheinlich bald etwa. Ja, Warm-up ist wirklich so eine Disziplin für sich. Weil eben, du siehst auch gerade, in welche Richtung es gehen wird. Zum Beispiel bei Jacopo Müller ist das Warm-up so gut gesehen, dass es zum Teil das Handy auch schon fast wieder geschadet hat, weil sie das Gefühl haben, wow, vor allem wenn du halt noch News-Topical jede Woche Gags machst, die du noch nie gebracht hast. Dann ja, du bist immer noch so gut wie die Newsler. Hast halt zum Teil nicht gerade den Oberkracher, aber ihr Warm-up ist einfach so eine perfekte 15-Minuten-Nummer gesehen, wo der Mike und der Victor auf rausstehen und Durchbrüche und gegenseitig und tak, tak, tak. Das hat ausgesehen wie wenn Federer und Djokovic Tennis spielen, weißt? Und das schadet dann schon fast wieder der Sendung. Ja, heisst. Es ist eben, das ist halt bei so News, wir merken das bei den Quotenmännern auch. Wir sind wenn, ja immer wenn sie zuerst Warm-up machen untereinander. Wenn wir zuerst Warm-up machen untereinander. Dass der Schweizer ein bisschen warm läuft und dann nachher der Aaron richtig heiß wird. Nein, gut, wir sagen immer, gell, wenn wir unsere Sitzungen vorher würden aufzeichnen und ausstrahlen, hätten wir alle drei keinen Job mehr. Und die beste Quote, die es nicht je gegeben hätte. Aber jetzt sage ich etwas sehr provokativ. Wieso es nicht so machen? Und dann halt einfach privat. Und dann heisst halt die Quoten Dudes. Patreon. Patreon. Cancel. Kann man jetzt die total politisch und in allen möglichen richtigen inkorrekten Sitzungen nachhören. Für nur $10 im Monat. Ja. Wäre sehr lustig. Ja, müssen wir uns vielleicht überlegen. Und die Sitzung danach kann man dann auf OnlyFans. Ja, richtig. Ja. Afterpart. Du, es gibt ja auch Comedians, die Geld verdienen mit dem. Ich weiß nicht, ob sie Geld verdienen mit dem, aber sie sind zumindest mal drauf. Ja. Kann sie. Und auf OnlyFans sind sie auch. Genau. Schön. Mein Vater hat beim Warm-up immer gesagt, verschrecken Sie nicht, Sie haben es gerade gesehen, beim Fernsehen ist alles ein bisschen kleiner, weil es ist im Studio 2 gesehen, das ist ja wirklich ein recht kleines Studio, ist alles ein bisschen kleiner, Moderator auch. Ja, das haben die Leute halt wahnsinnig gern, wenn man sich selber auch noch aufschiebt. Genau, und das ist der perfekte Joke gewesen. Dann sind die Leute happy gewesen, gelachen und dann ist er hinter das Wändchen gestanden, weißt, das ist ja dann das Geile. Es ist ja dann nicht, im Kopf denkst du immer so, wenn jemand Steige runterläuft im Fernsehen, dann kommt er mit 100 Meter Anlauf. Und, ja, und vor allem dort hinten dran ist wahrscheinlich ein Palast. Ja. So, weißt du, und wie im Trump seine Wohnung. Ja, wo genau. Wo noch an einem rumzupfen. Und dann schnell die Traube und was weiß ich. Ja. Du stehst einfach hinter einem Wändchen und dann macht's. Und dann geht's raus. Hey! So, das ist schon krass. Und darum ist für mich Hello Again ist mein grosses Erlebnis vom letzten Jahr, muss ich sagen. Hast du das Lip-Sync-Zeug gemacht? Ja, yeah. Aber ganz ehrlich, ich bin einfach Gast gesehen. Ich bin einfach in der Mitte gesessen und du kennst den Jürgen Drews deutlich besser als ich, aber schon nur, dass ich mal 10 Meter vor dem hock und merke, dass alles, was er macht, immer nur sexuell ist. Alles. Jeder Satz, den er sagt, ja. Jeder Blick, hast du ein sehr unangenehmes Interview mit ihm gehabt, wo er seine Tochter vermarktet hat. Das ist der freundliche Ausdruck. Wo damals 14 war, war sie bei Energy. Und sie schon mit 14 halt, ja, ich meine, die hat das natürlich von Haus aus gelernt. Wahnsinnig flirty und so war im Interview. Und ich bin klar auch, wie alt war ich bei Energy? 24 oder so. Also auch nicht. Einfach sicher way too old. Ja. Und während dem Interview, wo sie wirklich sehr geflirtet hat, und der Drews ist auch immer mit dabei gewesen und auch mit dem Mikrofon an, sagt sie, hör mal auf, den so anzubaggern, da wird mir ja richtig üben. Und ich dachte so, jetzt wirklich so. Das ist mir total unangenehm geworden, vor allem, wenn er es dann noch sagt. Weißt du, es ist so, man hat es schon gemerkt, wenn er es dann noch sagt. Und es war dann wirklich ein bisschen unangenehm gewesen. Das ist so ein bisschen der Trump-Effekt, oder? So die eigene Tochter vermarktet, sagen wir jetzt mal. Das ist wirklich ein bisschen weird gewesen.
Er ist ja eigentlich überhaupt kein Böse und so, aber du merkst, er kommt aus einer anderen Zeit. Yeah. Und er lebt auch noch ein bisschen das mag ich ihm auch gönnen. Ich bewundere seinen Fleiss. Also wirklich, ich habe ihn zweimal begleitet auf Mallorca in einer Reportage. Wie der am 5, 6 ankommt an dem Flughafen, in seine Hütte fährt, dort geht er pennen am 10. Mhm. Steht um 2 wieder auf und ist um 2:30 am Ballermann auf der Bühne. Mhm. Mit damals 60. Ja. Yeah. Und gibt sich das zweimal pro Woche. Mhm. Und natürlich. Und macht so seine paar 10.000 Stutz im Monat. Genau, yeah. Oder? Das ist etwas, was in mir, Bewunderung ist ein grosses Wort, aber ich respektiere den Einsatz. Mhm. Also, Das ist Hard Work und der hat jeden Franken zu Recht verdient. Mit Mickey Krause genau das Gleiche. Yeah. Das sind aber auch Vollprofis. Also weder der Mickey noch der Jürgen trinkt ja einen Schluck Alkohol. Also yeah, das ist wirklich zero, weil sie sagen, du gehst kaputt mit dem Lebenswandel, den du hast. Oder? Yeah, yeah. Ein Kollege von uns, der mal in der mehr elektronischen Szene gesungen hat, der hat dann auch irgendwann müssen aufhören, weil er gesagt hat, damit du eigentlich auf das Level kommst von diesen Leuten dort, ja, musst du richtig reintrinken. 7 Wodka Red Bull oder was es ist, dass du quasi eins wirst mit denen. Aber das machst du nicht länger als ein Jahr. Dann bist du vorbei. Darum ist wirklich, also der Mickey, der ja halt wirklich, sobald er die Perücke anlegt, ist ja der Mickey Krause. Yeah. Und ab dort spielt er eine Rolle. Ja. Yeah. Also er ist eigentlich Schauspieler. Und sonst ist er der Michael Kreisler, oder? Irgendwie sowas. Und ein total netter Typ, der yeah, ein unfassbares Gedächtnis hat. Wir haben uns jetzt sicher 3-4 Jahre nicht gesehen. Und im letzten Herbst hat er in Zürich gespielt, im Xtra. Und dann bin ich schnell Backstage gegangen und geholt und gesagt, ah, wir kennen uns doch aus Mallorca, bist du der von Energy? Und ich so, oh, okay, krass, yeah, ja, das nicht mehr, aber ja, immer noch. Und das ist wirklich noch, das ist noch beeindruckend. Also, aber das sind halt eben wirklich Profis halt auf allen Ebenen. Ja. Yeah. Ja, und eben, dann kommt der Jürgen, wie alt ist der jetzt? 70. Über 70, braun gebrannt und alles, was er macht, ist sexuell. Es ist auf jeden Satz, mhm, jede Bewegung so. Mhm. Und ich bin trotzdem so auf der gesessen, hat das geil gefunden. Und dann noch der Fabian Rohr dazu. Der Fabian Rohr neben mir. Bierzerbube, Weltklasse, Bierzerbube. Vor allem, weißt du, ich habe ja, du sagst jetzt, ich habe beim Lip-Sync-Battle mitgemacht, aber wenn wir ehrlich sind, sind die grössten Lip-Sync-Battler sind eigentlich alle Show-Acts dort. Ja, das ist ja kein Ton live, logischerweise. Und dann ist der grande Finale Albano. Oh. Ah, und das ist wirklich, ich liebe Fernsehen, weil danach wird langsam, Viola macht langsam da Moderation für den Albano. Jetzt kommt er nochmal extra aus Italien. Und in dieser Zeit werden schon die grössten Bildschirme, die du jemals gesehen hast, werden ins Studio reingeschoben mit dem Songtext von seinem erfolgreichsten Lied aller Zeiten. Nein, es ist mir einfach zu schnell. Weißt? Er weiß ja nicht mehr, wenn was wo ist, oder? Und dann hat er die tönte Sonnenbrille. Und das siehst du richtig, wenn er dann auf dort ist, dann einfach so, Felicita. Und dann muss er runterschauen. Weltklasse! Ja. Und natürlich noch jemand muss Disco-Kugeln von Hand drehen, während die Kamera so die Unschärfe filmt. Damit es ist kein Motor dahinter. Also ja, auch dort wird beim SRF mittlerweile gespart. Muss schon schauen. Eben, auch dort. Ja. Ja. Und dort ist der Reto Scherer beim Warm-Up. Disco-Kugeln angeschoben. Das hätte er dann wahrscheinlich auch noch gemacht. Aber geil, ja, der ist mit einer Freude gekommen, hat es durchgezogen und dann hat es sich wieder verpisst. Nichts, was der Reto Scherer nicht mit Freude macht. Wirklich, ich muss noch mal ernsthaft anfragen, wenn er meine Beerdigung moderiert. Weil ich glaube, sogar das macht einer zu einem unheuer geilen Event. Und dann, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, und ich weiß, es ist ja ein Konsument von dem Podcast, darum tue ich es noch mal mit Nachdruck betonen. Sebastian Bürgin, du bist bucht. Ja, ich weiß, es kommen nicht so viel Booking in im Moment, aber du bist bucht. Meine Beerdigung will ich, dass du bringen heimspielst. Weil ich einfach finde, textlich besser wird es nicht mehr. Ja. Ah, schön. Schöne Idee. Ist das die Beerdigungssong? Bringen heim vom Baschi? Von mir aus mega gern. Aber bitte wieso? Mit der Familie noch abstimmen, weil ich weiß nicht, ob sie in Mut sind dann für okay, das. Aber wieso hast du das Gefühl, dass du vor dem Baschi gehst? Das habe ich auch noch nie überlegt. Ich merke gerade, dass es einen Denkfehler hat. Ja, weil, ja mit deiner Krankheit, aber er mit seiner. Baschi mit seiner.
Ja, es kann... Du warst ein Wettbüro, Close Call. Du warst ein Wettbüro sehr in Close Call. Ja. Ja, ich sehe es. Nein, er lebt ja jetzt mittlerweile relativ gesund dort in dem Möhlin, im wunderschönen Möhlin aussen. Ja, das lebt er zwar nicht. Ja, halbwegs. Also ich meine, der hat ja den das Studio ist dort, ja. Eben, der grösste Garten, als der Kanton Zürich Fläche hat. Also das ist ja wirklich ein schöner Fleck Erde dort. Und ich glaube, wenn er dort jeden Morgen seinen Schwung gehen machen, dann wird der wieder Christoph Blocher mit 90 Jahren noch irgendwo reingumpen. Oder wieder Hausi. Hausi. Der Hausi. Der Hausi. Ja, also... Das heißt, mit der Familie noch abklären, ob ja, weil ich weiß, eben, das ist ja dann ein eine Mutfrage von denen. Mir ist es ja gleich, ich komme so wie nicht mehr mit drüber. Also, yeah. Ich persönlich fände es sehr, sehr lustig und ich finde, es würde auch irgendwie so ein bisschen mein Leben repräsentieren. Yeah. Ich habe gerade letzte so einen Clip auf Social gesehen, wo einer, das ist genau mein Humor, wo bei seiner Beerdigung, wo sie den Sarg runterlassen haben, hat er unten einen Speaker anmachen lassen. Gott. Und hat eine Message, wo er aufgenommen hat, wo er so Help me raus! Yeah. Hallo, ich bin noch da. Und du siehst einfach, wie zwischen Tränen aus der Ruhe und einfach das Lachen nicht mehr können verheben rund um das Grab herum. Ich habe das so ein schönes Video gefunden, weil ich gefunden habe, was für ein fucking geiler Weg zum Gehen. Um einfach allen nochmal sagen, hey, celebrate, it's all good. Also es kommt ja ein bisschen darauf an, wie du gehst, aber in den meisten Fällen, wenn es auf natürlichem Weg geht, dann ist es ja in der Regel eine Erlösung. Und wenn du dann irgendwie noch den Humor hast, zum sagen, hey, ist alles in Ordnung, super. Wie heisst der Monty Python-Mensch schon wieder, wo wir das letzte Mal oder vorletztes Mal oder wenn auch immer falsch gesagt haben? Zwei Monty Python sind schon gestorben. Und vom einen gibt es die Beerdigungsrede von John Cleese, großartig. Und was der John Cleese bei seiner Live-Show gezeigt hat, ist eine Aufnahme, wo sie bei einem Interview, die ganze Crew, alle Monty Pythons, wo sie den Tote in der Urne mitnehmen. Und dann hat natürlich nach irgendwie 5 Sekunden die umgekippt. Ja. Auf so einem schönen Teppich. Klar. Alles verstreut und ein Zeugs. Also ein riesen Slapstick, oder? Also der, der gestorben ist, war der Graham Chapman. Ja, der Graham Chapman hat sie dann quasi mitgenommen und gesagt, ja, da ist er und so. Und dann nach 5 Minuten geht er rum und so, oh nein. Und das ganze Programm. Und er sagt dann auch in der Show, sagt er, das ist einerseits eben ein Mechanismus, damit umzugehen. Und andererseits hat er es auch nicht anders wollen. Ja. Sondern also unbedingt so, oder? Trauert in Maße und feiert im Vollen. Ja, also natürlich, das hoffe ich so sehr, wünsche ich mir, dass auch Leute um mich trauern, also weil sie mich als Mensch vermissen. Yeah. Das ist aber wirklich der einzige Grund, warum man trauern sollte. Mhm. Weil, also ich sage das immer wieder, mein Leben ist so unfassbar fest über meine Erwartungen schon jetzt. Yeah. Und ich habe so viel mehr geschafft, als ich je gedacht hätte, würde ich in meinem Leben arbeiten. Yeah. It's all good. Wenn ich morgen muss gehen, ich will nicht, aber wenn ich muss, dann ist alles in Ordnung. Es ist wirklich, ist alles gut. Ich frage mich immer, ob es sogar einen positiven Twist hat, wenn man das Gefühl hat, wie in dem Fall, dass die Lebenserwartung so kurz ist und sie eigentlich jeden Tag von neuem übertroffen wird. Ja, es ist ein bisschen wie Corona. Immer das Gefühl, hast du schon geschafft, dann kommt noch mal etwas. Nein, es ist... Nein, aber wo du geboren gewesen bist, haben deine Eltern das Gefühl gehabt... Ja, eben, das habe ich auch schon genug oft gesagt. Das hat geheißen, schau, die Pubertät ist so etwa der Horizont. Yeah. Und jetzt haben wir ein neues Medikament zugelassen bekommen, wo noch mal einen krassen Boost gibt. Also wahrscheinlich werden die mich nicht so schnell los, außer die holen den Tennisschläger führen und schlägt mich ins Spital. Aber... Das ist wirklich, das ist fast der einzige Weg. Aber dort kennen sie dich gut. Die kennen sie mich gut, das ist auch wieder ein Blöde, das ist auch wieder blöd, geht auch wieder nicht auf. Nein, das ist wirklich, wirklich etwas, wo halt, ja, wie nicht kannst du sagen, wie sich medizinische Sachen entwickelt. Und manchmal habe ich schon das Gefühl, ich muss mich fast entschuldigen, dass ich immer noch da bin, weil ich so lange erzählt habe, es wird nicht ewig gehen, dass irgendwann mit 60 werden sie mal sagen, du, aber also, löst den Witz jetzt mal noch auf. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich muss immer wieder mich entschuldigen, warum ich noch da bin. Aber es ist okay. Also mit dem kann ich leben. Nein, ich sehe es als Gegenteil. Eben, es ist ja schön, wenn du aufwachst und kannst sagen, hey, immer noch, mega geil. Ja, und
um deine Frage eigentlich zu beantworten, ob das einen positiven Effekt hat, ich habe mich das natürlich auch schon mega oft gefragt. Yeah. Also klar, ich glaube, wenn du dir ein bisschen bewusster bist, dass es weniger lang könnte gehen, ich bin sicher jemand gewesen, wo mehr Gas gegeben hat als andere, schon früher. Mhm. Und das hat sich natürlich positiv auf Karrieren ausgewirkt. Es gibt aber auch viele mit dieser Krankheit, die das nicht machen. Also ich glaube, das kann man nicht auf die Krankheit alleine schieben. Das ist sicher auch ein bisschen Charaktersache. Ja, das auf jeden Fall. Und gleich tut man sich ja eben wahrscheinlich mehr mit so Sachen beschäftigen. Ich meine, ich habe vielleicht mal in einer Spielerei mir überlegt, wie meine Beerdigung aussehen könnte. Und du hast wahrscheinlich in einer halben Spielerei gemacht. Ich habe mir tatsächlich schon mal überlegt, ob ich nicht das Video dann aufnehmen soll. Ja. Weil ich es einfach schon sehr lustig fände. Mhm. Wenn ich dann plötzlich nochmal Nachsprache machen würde. Absolut. Das haben wir auch schon besprochen. Andy Kaufman hat das ja gemacht, bei seiner Beerdigung. Und dann ein Lied, wo man dann mitsingen und so. Ich habe das Gefühl, das wäre lustig, aber wie gesagt, das ist wie ich ticke. Mhm. Und die Beerdigung ist nicht für mich. Das ist eine spannende Frage. Ist sie nicht für dich? Nein. Die ist nur für die Ich werde es nicht mitbekommen. Ja. Ich bin weg. I'm done. Aber Angehörige, die eine Beerdigung organisieren, werden ja eben immer... Das im Sinn. Ja, ist mega nett gemeint, aber yeah. In dem Moment, weil entweder ist dann schwarz bei mir, also ist einfach nichts mehr, yeah. Oder ich bin wahrscheinlich immer viel geiler nur als dieser Beerdigung und dann ist es mir auch wieder egal. Also weißt, darum habe ich das Gefühl, doesn't matter. Also, wenn du könntest, würdest du nicht deine Beerdigung anschauen, sondern würdest du irgendetwas anderes machen? Nein, du musst schauen, wie ich dann Zeit habe. Aber, ja. Nein, es ist, ich glaube, es wäre mir zu deprimierend. Weil, eben, die Stimmung wird nie geil sein. Das muss ja auch nicht. Reto Scherer macht dann ein Warm-up. Gut, dann, stell dir vor, bringen heim. Ja. Viel wichtiger ist, was er davor und danach alles macht. Ich stelle mir einfach so die Szene vor, die engsten Familienangehörigen stehen ums Grab herum und der Reto Scherer hinter dem Grabstein sagt: Okay, und jetzt alle zusammen, Volare! Und dann müssen alle: Oh, okay, Baschi, jetzt du! Und nein, noch besser. Sein Lieblingssong: Das ist Wahnsinn! Warum schickst du mich in die Hölle? Und jetzt alle: Hölle! Falscher Ort. Ja. Fuchsi schaut total entsetzt, wenn wir da so umeinander schreien. Warum schickst du mich in den Himmel? Himmel! Eben, und dann kommt noch der Baschi. Ja. Und dann könnte man noch die Roast-Jokes von den beiden Casino-Theater-Roasts könnte man auch noch früher holen. Ja, Quotenmänner machen noch ein paar Witze über Lebenserwartung. Genau. Quotenmänner machen das mittlerweile wöchentlich. Ja. Ja, und immer fast wöchentlich mit Witz über meine Lebenserwartung. Und jetzt hat etwas eingesetzt, wo ein bisschen unerwartet gekommen ist und wo ich auch nur mässig geil finde. Es gibt jetzt etwa die in DMs oder auch in Kommentaren unter einem Video, wo zum Beispiel Leute schreiben, die Videos werden immer kürzer, ist das wie die Lebenserwartung von Büssi. So. Aha, das ist jetzt quasi... Sie übernehmen die Jokes. Sie sind in on the joke, ja. Oder? Es ist einfach ein Unterschied, ob zwei Freunde von mir den Joke machen, wo ich weiss, das sind die Ersten, die ganz fest brüllen am Grab, wenn ich gehe. Mhm. Auch, weil sie keine Publicity mehr haben. oder ob es einfach irgendein random Dude ist, der den Podcast hört. Yeah. Ich kann aber nicht böse sein, weil es ist ja total gut gemeint. Mhm. Also, weißt, sie wollen zeigen, look, ich sitze mit am Tisch, mit euch. Mhm. Oder? Sind aber natürlich dann gleich nicht so fest Teil von mir und meinem Leben, dass sie das legitimiert, um diese Jokes zu machen. Aber nochmal, ich weiss, dass es ja absolut keine böse Absicht ist. Es ist ein bisschen wie positiver Rassismus, oder? Hey, es ist Rassismus, es ist blöd, aber es ist nicht schlimm. Ich habe jetzt ohne sei ich gerade an Charles gedacht, weißt, wo du manchmal merkst, so nach den Shows, weil er halt ein paar Jokes gemacht hat, haben gewisse Leute das Gefühl, es ist völlig in Ordnung, dass sie jetzt auch einen machen, ihm gegenüber. Aber... Habe ich auch schon gemacht. Aber Alter, ja. du bist der Roger 58 und nicht der Charlie, oder? Und ich habe es eben bei mir selber auch schon gemerkt. Ja. Und zwar, ich habe wahrscheinlich nicht schlechte Trefferquote. Die meisten finden das lustig, aber wenn es dann einer eben nicht braucht, dann bist du wirklich so, oh shit, sorry, wirklich, es tut mir mega leid. Ja, aber ich glaube, es ist halt,
der Messenger ist bei einem Joke immer wahnsinnig entscheidend. Oder? Ja, klar. Weil es ist ein ganz grosser Unterschied, ob du oder ich einen Judenwitz machen oder ob es ein Nazi macht. Oder? Das ist, ja. Oder, auch bei uns ist es so, ja, das hat man vielleicht nicht, yeah. Aber es ist ganz sicher keine böse Absicht dahinter. Mhm. Oder? Genauso ist es eben, wenn wir nachher mit dem Charlie einen Spruch machen, haben wir auch schon, ja, gescheit ist es nicht. Dann müssen wir nicht diskutieren. Also, und ich verstehe es völlig, wenn er würde sagen, du... Gescheit sind wir ja nicht. Nein, ja. Nein, wir sind ja auch nicht gescheit, abgesehen. Das weiss er ja zum Glück, dass wir dumm sind. Das hilft. Das hilft. Aber am Ende vom Tag legitimiert sind wir auch nicht. Oder? Mhm. Und ich, das ist lustig, ich spüre das jetzt in dem Fall halt wirklich auch das erste Mal so ein bisschen am eigenen Leib, wortwörtlich. Yeah, yeah. Und das gibt dann schon auch nochmal eine andere Sicht. Mhm. Oder? Das sensibilisiert einen dann vielleicht halt auch wieder für andere Themen, wo ich immer extrem dankbar bin. Ich denke immer, wirst du sicher auch gefragt, weißt, ob man einen Spruch bereut oder einen Witz bereut von früher etc. Ich persönlich eigentlich nicht. Ich würde mega viel heute nicht machen, aber bin trotzdem großer Verfechter davon, dass das alles ein Teil vom Weg ist und auch zu der Entwicklung dazugehört, weil es ist noch nie ein Sechsjähriger mit dem ersten Joke, wo einfach schon perfekt, politisch korrekt all das schon mal abbehandelt hat und einfach weiss, wie es funktioniert, sondern es ist ein Sechsjähriger, der zuerst mal irgendwie, in meinem Fall habe ich mal in der Schule rumgeschaut, so schwul. Und dann halt heisst es, Strophaufgabe, was hast du jetzt da genau erzählt, bla bla bla. Und dann musst du mal mit dem auseinandersetzen und du merkst, du weißt nicht mal, was du überhaupt geschaut hast und so weiter und so fort, oder? Und ich glaube, es wird auch viel zu fest Wert darauf gelegt, was man vor, ich weiß nicht wie viele Jahren mal gesagt hat. Ja gut, das ist sowieso ganz etwas Dämliches. Also das ist wirklich... Ich habe kürzlich ist auch wieder die linke Trollarmee losgelaufen und habe meinen Twitter-Account gesucht. Das ist, und dann sind sie, also sie haben hure weit zurück müssen suchen, bis sie irgendetwas gefunden haben, wo ich irgendeinen Spruch über den Lulimacher gemacht habe, wo ich damals als Gossipa auftritt, wo irgendwie Mann in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt habe, er aber sogar lustig darauf geantwortet hat. Also weißt, alles völlig in Ordnung. Yeah. Aber das ist dann eben, da geht man irgendwie 12 Jahre zurück etwas suchen. Das ist ganz pervers. Das ist wie mit dem Kevin Hart und seinen damals homophoben Jokes etc. Yeah. Das ist einfach eben, ich bin auf 100% bei dir und wir müssen irgendwo auch weiter können Fehler machen, ohne dass wirklich gerade jedes Mal der Social Pranger und alles vorgeholt wird. Mhm. Reden wir miteinander, weil das ist sehr wichtig und man soll Leute auf Fehler aufmerksam machen. Das ist kein Ding. Wenn ich etwas Dummes sage, kommen zu mir, schreiben mir, dann können wir darüber diskutieren und ich bin in 99% wahrscheinlich auch einsichtig. Yeah. Aber hören wir auf, immer direkt gerade Trollarmee losschicken, weil das Umgeschreien bringt einfach allen nichts, wirklich gar nichts und es fördert das Gefühl von, man darf ja nichts mehr sagen. Yeah, was völlig dumm ist, weil man darf alles sagen. Yeah. Aber wir müssen schon ein bisschen schauen, dass wir nicht immer hysterisch auf alle Seiten. Also weißt du, links, rechts ist völlig egal. Logisch. Und vor allem habe ich das Gefühl, dass wenn dann irgendwie, keine Ahnung, hunderte Comments sind und eben weiss nicht, wie viel davon Trolls, dass dann halt einmal eine differenzierte Meinung, wo man etwas damit anfangen könnte. Und man sagt, hey, da können wir jetzt wirklich mal in den Diskurs einsteigen und ich verstand, was du sagst, habe ich mir gar noch nicht so überlegt, etc. Das verpufft ja völlig. Ja, und der Butz ist auch der oben. Weil du bist schon so geladen von den 99 anderen. Ja, und du siehst es wahrscheinlich nicht einmal. Du denkst, ja, ist genau das Gleiche nochmal, oder? Ja, das ist genau das. Ja, aber ich glaube, vor allem in unserer Breitengrad, ich wüsste jetzt von dir keinen einzigen Witz, weißt, wo ich nicht einmal ansatzweise müsste sagen, das solltest du vielleicht heute nicht machen. Ja, es hat natürlich, aber es ist noch schwierig zu sagen, im ersten Programm habe ich ja die ersten 10 Minuten nur frauenfeindliche Witze gemacht. Aber wo ich nachher dafür verschossen worden bin. Richtig. Dort hat es halt wie zum Setup gehört. Genau. Und die sind bewusst eigentlich falsch gsi. Also, genau. Von dem her kannst du wie nicht sagen, ja, das kannst du mir wie eine Messe dran, weil... Aber, stell dir vor, du hättest die jetzige Bekanntheit gehabt und die Witze dort und danach hat man nur, logischerweise, hat man die einzelnen, weißt du, nicht einmal in einem Zusammenhang, sondern man hat oft einzelne Sätze rausgenommen, die irgendjemand in den Medien verbreitet und danach hat... Ich habe im aktuellen Programm einen, wo ich immer mit mir selber immer noch nicht sicher bin, ob er okay ist oder nicht.
Das ist ganz am Anfang, was um Bachelor-Vergleich geht, wo ich sage, der Bachelor auf 3+, mit dem Bachelor auf 3+, ist es so ein bisschen ähnlich wie mit dem Bill Cosby. Am Anfang findet man es huere lustig und irgendwann fühlt man sich ein bisschen vergewaltigt. Mhm. Und das ist schon so ein bisschen, dann geht meistens so ein schnell durch das Publikum und dann haue ich halt noch einen drauf, indem ich sage, ja, ich weiss natürlich, dass man das nicht kann miteinander vergleichen, weil die beim Bill Cosby sind immerhin betäubt gewesen. Mhm. Das kannst du durchaus auslegen, als du machst dich über die Opfer lustig, oder? Ja. Und auf der anderen Seite geht es mir aber natürlich darum, das so fest zu überzeichnen, dass für mich, für jeden normal klar denkende Mensch klar ist, dass ich mich nicht würde über die Opfer lustig machen, sondern eigentlich mit der Überzeichnung sagen, wie unfassbar dumm die Sendung ist und dass man nachher ganz fest muss duschen, wenn man es angeschaut hat. Aber ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich selber immer so ein bisschen mit mir ringen, ob der Joke okay ist oder nicht. Ja, ich glaube, wenn du eben mit dir ringst, dann müsstest du ihn eigentlich weglassen. Dann musst du ihn wahrscheinlich lassen. Ja. Weil das setzt nach ein paar Mal setzt das eigentlich nicht mehr sein. Es ist lustigerweise noch nie ein Feedback gekommen, dass das nicht okay ist. Ja. Yeah. Und ich rede ja wirklich viel mit Leuten. Und ich habe das Gefühl, weil es nicht unsere Breitengrad betrifft. Finde ich so faszinierend. Du kannst nämlich, weißt, yeah. Michael Jackson, Bill Cosby, ganz, ganz schlimme Geschichten, was auch immer. Wenn es nicht in unserer Breitengrad ist, dann ist es immer so wie ein Fantasyland. So ein bisschen meine Feststellung. Es hat etwas. Wie heißt der? Jetzt habe ich zum Glück gerade seinen Namen vergessen. Der grusige Harvey Weinstein. Ja. Ist ja abartig, grusig und schrecklich, was der Mensch gemacht hat. Aber du kannst bei uns kannst, eine halbe Stunde kannst Harvey Weinstein Jokes machen. Und es würde wahrscheinlich nie jemand sagen, man hat sich über die Opfer lustig gemacht. Will man nicht mal ansatzweise von denen Opfer jemanden könnt kennen. Ja? Aber wenn es dann schon näher wird, irgendetwas, was in Deutschland passiert ist, ich habe mal einen Joke wegen Kölner Silvesternacht und so. Und dann auf einmal sich so ein bisschen näher anfühlt, weißt, Paris, Berlin, was bei uns, London, einfach was so nur schon in Europa passiert. Wenn Menschen auf einmal sagen, scheiße, ich bin mal in London, bin ich mal in der U-Bahn gesehen, wo das passiert ist. Dann kriegt es auf einmal so eine beklemmende Nähe und dann haben die Leute auf einmal auch viel stärkere Reaktionen auf das. Ja, es gibt doch die Faustregeln, irgendwie Zeit, Distanz und so und ab wann ein Joke okay ist oder so, wie halt 9-11 und all dem Zeug. Yeah, yeah, yeah. Es gibt so wie so eine Formel, wo man sagt, aber natürlich nicht offiziell ja, ist, aber das ist genau das, was du sagst, oder? Also jetzt, wo sie in den USA das Kapitol gestürmt haben, das ist für die Menschen, also für viele in den USA ist das ja das Schlimmste, was hätte passieren können. Wir können es nicht mal ansatzweise... Ich habe gelacht, als ich es geschaut habe. Wir können es nicht mal ansatzweise nachvollziehen. Ich habe den Typ, der aussieht wie der Jamiroquai, ich bin fast verreckt ab dem. Wirklich, mir sind so viele Jokes eingefallen, als ich die Bilder gesehen habe von diesen Einsiedler-Fasnächtler im Kapitol von Amerika. Das ist wirklich, das ist so fucking hilarious, wenn es nicht so tragisch wäre. Also weißt, schon mein völlig normaler Verstand hat gewusst, that's not good. Yeah. Also das, was jetzt da passiert, ist nicht gut und so für die ganze Welt nicht. Aber gleichzeitig ist es so weit weg, dass es halt wie mega easy in deinem Kopf einfach auch sehr lustige Witze kannst dazu machen. Absolut. Und ich finde, das muss eben wie möglich sein. Auch das ist eine Form von der Verarbeitung. Yeah. Und ich glaube, dem wird manchmal auch noch viel zu wenig Raum geben, dass man das darf. Oder weil Auch das hat mit Verzeihen zu tun und mit Situationen, die man nicht kann ändern können, zu akzeptieren zu tun, wenn man sich kann über etwas lustig machen, oder? Und ich meine, es hat ja auch einen Grund, warum man überhaupt einen Humor entwickelt. Nämlich, dass, also in meinem Fall zumindest, und das merke ich bei vielen Menschen, die einen Humor haben, ob sie jetzt denn das beruflich in irgendeiner Art und Weise verarbeitet, nicht, ist dahingestellt, sondern halt einfach eben als Form von der Verarbeitung von Ereignissen, die einem schon früher passieren können oder Schicksal, probiert man irgendwie damit umzugehen. Und Renato Kaiser hat das auch bewiesen mit Tabu. Die härtesten und schlimmsten Witze machen und auch mit Abstand die besten Witze, sind die betroffenen Menschen selber, weil es ihre Art von der Verarbeitung ist. Ja? Völlig egal, was die Schicksal ist und die Hintergrund.
Und so fängt das überhaupt an. Und das fängt man dann natürlich auch mit der Zeit auf andere Bereiche im Leben auch anwenden. Dann ist es nicht mehr die eigene Körper und die eigene Verstand, sondern es ist halt eben irgendein Ereignis, wo dich persönlich trifft. Das macht etwas mit dir. Das ist ja, es ist ja eine Katastrophe, wenn die das scheiß Kapitol stürmen, ja? Aber mein Art, mit umzugehen, ist, ich muss lachen. Mhm. Weil was will ich sonst machen? Sonst könnte ich nicht pennen. Ja, und wem hilft es, wenn du nicht lachst? Also der Schaman fängt dann nicht plötzlich an, jetzt doch auch noch Fleisch essen im Gefängnis. Also das ist absurd, dann zu glauben, dass es das besser macht. Oder? Mhm. Also ich glaube, wenn wir einiges würden entspannter nehmen, hätten wir so viel weniger Probleme. Und was mich aufregt in diesen ganzen Social-Diskussionen, darum habe ich mich auch mittlerweile sehr aus dem Zeug rausgenommen, oder so gut wie es an mich geht, ist, dass man immer, es ist immer alles Krieg. Es ist immer gerade Krieg. Ja, es ist immer gerade, und du gegen mich und genau. Wir gegen dich. Es ist immer Teams wählen. Es ist das eine Team oder das andere. Und der Tom Gisler hat einen super Gisler-Schissel mal gemacht zu dem, es ist so anstrengend, immer müssen wissen, was richtig ist. Ja. Yeah. können wir nicht jetzt Corona vorbeigehen lassen? Jetzt halten wir uns mal alle das Zeug, dann gehen lassen wir es vorbeigehen und nachher reden wir darüber, was wir hätte besser machen können, weil es wird einiges sein, was wir hätte besser machen können. Wir wissen es jetzt schlicht und einfach nicht und es nützt nichts, wenn wir einander anbrüllen. Und irgendein deutscher Politiker hat den sehr, sehr schönen und sehr richtigen Satz gesagt, wir werden uns in ein paar Monaten sehr viel müssen verzeihen müssen, gegenseitig. Mhm. Weil viele haben jetzt behauptet, auf beiden Seiten, Sachen, die einfach nicht eingetreten sind. Ja. Wie sie gemeint haben, sie wissen. Aber wir wissen alle nicht. Und wir müssen aufhören, immer so zu tun, als wüssten wir gerade. Es gibt einen aktuellen Stand von der Forschung. Es gibt Sachen, die wieder leid werden. Es gibt Sachen, die Experten recht haben. Es wird Sachen geben, die Experten nicht recht haben. Es werden Verschwörungstheorien sein, die sich plötzlich herausstellen, ist doch ein bisschen mehr dran gewesen. Mhm. Es wird alles passieren. Mhm. Und wir müssen wie einfach offen sein, dann nachher in 2-3 Jahren sagen, okay, look, das hat gestimmt, das hat nicht gestimmt, fürs nächste Mal lernen wir das. Das Problem ist natürlich, jetzt ganz allgemein, ich probiere es jetzt wirklich so vage und allgemein zu halten wie möglich. Aber das Problem von der Wissenschaft ist ja immer, dass, wie du sagst, es zählt halt immer nur der aktuelle Stand. Und am nächsten Tag kannst du wieder etwas Neues herausfinden, was der aktuelle Stand zunichte macht. Ja. Hat Geschichte bewiesen, zu x-tausend Mal. Und das ist ein grosses Problem für, ich sage jetzt mal, eben, zum allgemein halten, Konstrukt, wo man selber kreiert, weil das kann jeden Tag gleich bleiben. Ja. und der Mensch hat nicht gern Veränderung. Genau. Das ist das Problem. Weißt du, Wissenschaftler haben ja kein Problem untereinander. Die haben schon immer gestritten. Ja. Und so Argument, ja, siehst du nicht mal, die Wissenschaftler sind sich einig. Ja, Alter, so funktioniert Wissenschaft. Also das ist, ja. Das ist halt, und einfach wirklich, was man sich für Pandemie, aber ganz allgemein im Leben kann merken, Leute, die einfache Lösungen haben selten die richtige Lösung. Mhm. Also einfach alles aufmachen. Ist wahrscheinlich nicht die Lösung, wie alles zumachen auch nicht die Lösung ist. Yeah. Oder? Yeah. Es ist way komplexer und das ist es mit allem im Leben. Und ich bewundere all die Künstler, ich habe es letzte, ich kann sagen, der Steffi Berger gesagt, ich bewundere zum Beispiel jetzt ihren Umgang mit dieser Pandemie, wo wirklich, sie hat es im dümmsten möglichen Moment getroffen, sie hat das Programm gerade neu gehabt, hat es nicht können spielen, hat alle Ausgaben gehabt für das neue Programm und ist, kann man glaube sagen, am Arsch gewesen. Also hat sie auch öffentlich genug gesagt, sie müssen Mitarbeiterin entlassen und alles. Auch meine Agentin hat die Agentur müssen zumachen, weil einfach, ja, mit was hat sie sich Geld verdienen in den letzten Monaten, oder? Mhm. Da hat es Leute richtig hart getroffen. Und Steffi hat es zum Beispiel geschafft, oder? Jetzt nur schon mit den Homeworkouts, die sie macht, hat sie ein unheuer Publikum angezogen, bietet das jetzt für Firmen an. Und es gibt doch den schönen, ich weiß nicht mal, ist es ein Darwin-Spruch, dass nicht die not the strongest species is the one to survive, it's the most adaptable. Mhm. Und um das geht's. Wir werden uns immer wieder müssen neue Situationen anpassen. Mhm. Und entweder bist du ein Mensch, der anpassungsfähig ist, oder du bist halt der, der sich eingelt und sagt, das ist jetzt mein Status und ich ändere jetzt meinen Status nicht. Ja, ja, ja. Für mich war das nicht neu gewesen. Ich bin immer wieder gesundheitlich ausbremst worden. Mhm. Ich habe immer gewusst, ich muss mich irgendwie wieder anpassen. Dann machst du halt Podcasts, dann machst du halt Videos. Genau. Wenn es für die Bühne nicht mehr geht. Ja. Ich will auch wieder auf die Bühne. Es ist ja das, wo glaube ich, ganz viele falsch verstehen, nur weil ich mich für Schutzmaßnahmen einsetze, heisst nicht, ich will, dass es so bleibt.
Ja, oder? Nein, also, die Hoffnung ist, dass man eben durch das möglichst schnell wieder voilà, kann, auf die Bühne. Ich merke in dem Punkt, dass die Kunstform, die ich ausübe, dass ich die nicht adaptieren kann. Und dass nein, ich das die, kannst du nicht. Und dass ja. ich die nicht will adaptieren. Nein. Ich will nicht in eine Kamera einen Stream machen, ich will nicht in einem leeren Theater spielen. Völlig das geht einfach nicht. Ja. Aber logischerweise, ersten Lockdown haben wir noch gesagt, hey, wir lösen jetzt mal ein bisschen mit dem Podcast. Im Sommer haben wir dann irgendwann weitergemacht. Jetzt ist wirklich klar gewesen, auch wenn es Christoph und ich allein machen, wir machen jetzt jede Woche das Ding weiter. Yeah. Gibt mir ja auch ein Sense of Purpose. Ja. Weil ich habe fast frische Kleider an. Und cool. Ich hab duscht. Das stimmt auch nicht so. Und ich habe duscht und Haar gemacht. Also, das sieht man jetzt nicht. Aber nein, das ist, also, du würdest sehen, wenn sie nicht gemacht wären. Okay. Nein, aber um das geht es. Yeah. Wir haben uns alle müssen neu orientieren oder viele von uns. Und das ist ein Scheisszustand und der wird auch wieder kommen. Also für alle, die John Oliver geschaut haben, The Next Pandemic, toi, toi, toi. Das ist super depressing. Es ist mega depressing und ist halt einfach die Realität. Yeah. Und all die Leute, die sagen, und ich lasse mich doch nicht von einem Virus kaputt. Ja, toi, toi, toi. Das interessiert das Virus nicht. Es ist, ja. Das, und, aber, das ist mir, glaube auch noch wichtig zu sagen, Querdenker sind nicht per se etwas Schlechtes. Mhm. Es gibt ganz viele sehr berühmte Querdenker, die in ihrer damaligen Zeit richtig gelegen sind und man hat sie erst später gemerkt. Mhm. Und einige von diesen Querdenkern haben auch jetzt richtige Ansätze. Und wir werden es vielleicht aber erst in 2 Jahren wissen. Yep. Und das meine ich mit Verzeihen. Wir werden auch müssen uns eingestehen, schau, der eine oder die andere hat recht gehabt, oder? Absolut, absolut. Und das Einzige, was in dem dann hilft, ist wirklich die Zeit. Weil und halt miteinander. Ich meine, es ist klar, es ist so Kumbaya, meine Leute, aber es ist wirklich, wir können es nur miteinander machen. Also ja. Wenn wir alle gegeneinander arbeiten, wird es nicht schneller gehen, im Gegenteil. Und vor allem, dass man sich nicht so aufregt. Ja. Das finde ich so wichtig. Ja. Das ist immer gerade empörend. Ja, ja. Das ist vielleicht schon, wenn man die ganze Zeit sich aufregt, es ist auch nicht gesund für einen. Ja? Aber dass man sich nicht die ganze Zeit aufregt, weil es ändert ja nichts. Nein. Und es geht auch da geht es um die Zukunft, jetzt gerade von Kind, oder? Ja. Das ist ja so ein Argument, das man immer wieder hört, auch von den Massnahmengegnern. Weißt du, meine Kinder haben Angst, wenn sie die Leute mit Masken sehen. Ja, ich bin gespannt, wie du dann mit deinem Kind über die Maske redest. Mhm. Du wirst wahrscheinlich nicht der sein, der dem Kind sagt, ja, das ist etwas Lustiges, weißt du, dass du die Leute ein bisschen schützen. Mhm. Und dann findet das Kind nämlich voll easy, weißt du? Ja, ein Kind kannst du, bös gesagt, beeinflussen, wie es mit einer Situation umgeht. Wenn du einem Kind aber sagst, die Maske ist ganz böse und weißt, der Bundesrat sagt, wir müssen das anlegen, dann wird das Kind auch Angst bekommen von dieser Maske. Das ist völlig klar, oder? Ja. Ja, vor allem Kinder haben ja so eine grosse Fantasie, wo ja leider dann irgendwann ausbremst wird in der Pubertät. Weil, also in meinem Fall, dann nur noch wichtig ist, was zwischen dabei ist. Ja, Bujo, das geht vielen so. meinst du, er ist langsam in die Pubertät gekommen? Ja. Hast du mal Kontakt gehabt mit ihm? Was macht er? Ja, wir haben gerade kürzlich eine Fernsehsendung zusammen aufgenommen, darf ich Werbung machen? Ja, 13. März, Gipfelstürmer auf SRF 1, meine erste und wahrscheinlich letzte Samstagabendsendung bei SRF, mit der 25. Wegen deiner kurzen Lebenserwartung? Oder? Ja, genau. mit den 25 grössten TV-Momenten, die das Land je gesehen hat. Wirklich? Und natürlich habe ich Wujo als Gast. Platz 1 bis 7 ist Wujo. Nein, aber ohne zu viel zu verraten, er hat seine Top 5 geschafft. Ja. Yeah. Und das habe ich nicht zuletzt ein bisschen gemacht, um das Essere zu ärgern. Gut. Und ich habe wirklich die Platzierung selber machen. Alle, sie haben mir nicht reingeschwätzt. Alle anderen 24 sind wahrscheinlich SRF im Moment, weil es gibt ja nicht. Nein, es hat sehr viel Privat. Nein, es hat wirklich viel Privat drin. Logisch. Ich meine, Entschuldigung, Bombensplitter. Genau. Osman. Ja. Wobei ich muss sagen, eben mir ist zum Beispiel die Osman-Sendung natürlich extrem präsent. Und sie haben auch wirklich gesagt, look, wir haben dich als Host von dieser Sendung ausgewählt. Wir wollen, dass du das Ranking machst, wie du siehst, auch für deine Generation. Und ich weiss, dass ganz viele ältere Zuschauerinnen und Zuschauer bei SRF werden durchdrehen und sagen, du kannst dem eigentlich noch das auf Platz 2 zu wählen. Mhm. Aber das ist aus meiner Generation. Ist so einem Fernsehmoment halt etwas sehr Grosses gewesen, oder? Der Osman ist legendärst in unserer... Natürlich, das ist ja viral gegangen, bevor es Viralität gegeben hat. Genau, aber wir haben dann immer angehängt, dass so Plätze natürlich dann auch immer noch so andere verwandte Sachen. Yeah. Und da hat es auch in der Telearena
Diskussionen gegeben, die krass gewesen sind, die ich nicht gekannt habe. Yeah. Wo wir dann natürlich dort auch gerade angehängt haben, wo ich es sehr geil finde, dann auch so Zeug noch zu entdecken, wo ich selber nie gewusst habe, dass es das gäbe. Wir können es ja rausschneiden. Hast du mehr denn mit dem Besten, was jetzt gibt? Nein, ich glaube, nein, das Beste, was jetzt gibt, ist nicht drin. Nein. Aber Ilmaz? Ilmaz ist auch nicht drin, nein. Ah, okay, also nein. Hast du alle die ja, so kurz Lokal-Memes haben wir nicht genommen. Nein, die Lokalfernseh-Memes. Also Swiss Date ist drin. Gut, aber das ist einfach... Aber als Sendung halt. Ich wollte sagen, das ist auf der ein langes Meme. Das ist wirklich ein langes Meme. Das ist ja 45 Minuten und Meme. Und Patricia Bose habe ich einfach mal in einer Samstagabendkiste von SRF unterbringen, damit das auch erledigt ist. Ja. Ja, sie hat es auch sehr geschickt. Okay, der Vujo, den könnte man mal einladen. Vujo unbedingt. Ich will wirklich schon lange mit dem Vujo einen Podcast machen, yeah. Weil er ist so, also ich würde jetzt nicht unterschätzt sagen, aber er ist so anders, wenn er einen guten Tag hat, als man ihn öffentlich wahrnimmt. Ein todlieber Mensch. Und wir haben es auch auf dem Dreh. Er hat alle Jokes mitgemacht, wo ich teilweise denke, weiß jetzt nicht, ob ich das lustig finde. Aber oder immer was. Noch, einfach Selbstironie. Er hat die Selbstironie, die vielen würde gut tun, nicht nur in unserer Branche. Absolut. Wie sind wir jetzt auf der gekommen? Weiss nicht. Aufgrund von der Fernsehsendung. Ah, nein, weil du gesagt hast, Ah, Kinderfantasie. Zwischen dabei. Ja. Kinderfantasie zwischen dabei. So, das muss Thumbnail sein. Kinderfantasie zwischen den Beinen. Da hast du Klicks. Oh mein Gott. Also du hast das Gefühl, im Herbst treten wir wieder normal auf? Behaft mich nicht drauf. Wenn das mit dem Impfen so klappt, wie sich der Bundesrat vorstellt, dann ja. Ja. Yeah. Und du hast aber im Frühling geplant, dernieren. Hättest du denn danach überhaupt etwas geplant, auftrittsmässig? Nein, was ich mache, ist, ich plane eine Dinner-Show für im Herbst, wo aber einfach ein-, zweimalig sein wird. Yeah. Ich plane etwas für das Rosa Humor Festival und ich gehe im Sommer mit Quotenbuben schnell eine Woche auf Mallorca, wo wir wahrscheinlich ein neues Programm schreiben. Das hängt im Moment wirklich noch sehr vieles davon ab, wie sich die Situation entwickelt, yeah. Weil ich schreibe kein neues Programm, weil ich weiss, wir könnten noch mal ein Jahr nicht spielen. Also, klar. Ich will ein Programm, wo ich nachher auch an grossen Anlässen kann, Videos drehen dafür und so. Und das muss wie garantiert sein. Ja, yeah. Vielleicht warte ich dann auch noch mal ein Jahr. Ja, yeah. Das hat mir jetzt also leid, oder tut mir immer noch leid für Leute, die Premiere-Termin hatten, dann haben wir sie verschieben. Und jetzt natürlich nochmal mir verschieben und zum Teil gewisse Sachen vom Programm wieder wegschmeißen können, weil es zieht und zieht und zieht sich. Das ist auch der Grund, warum ich es eigentlich jetzt wirklich im Frühling abschliessen will. Ich habe wahnsinnig viel Bachelor-Material ja in diesem Programm rein, wo mittlerweile so überholt ist und wo mittlerweile weit weg ist von dem, wo ich mich mittlerweile positioniert habe, dass ich wie wirklich, ich habe nicht Lust, das jetzt im Herbst noch einfach für eine Show nochmal zu machen. Aber das Problem ist, ich habe das Programm nicht aufzeichnet. Sonst würde ich sagen, okay, komm, ist gut. Mhm. Aber ich habe das Programm noch nicht aufzeichnet. Ich möchte eigentlich schon gerne eine Aufzeichnung von diesem Programm haben, weil es ist ein wichtiges Programm gewesen für mich und auch nochmal ein Schritt. Aber wenn es dann nicht so sein soll, dann ist es, also da geht die Welt auch nicht unter. Yeah. Ich habe Premiere aufzeichnet, die war kacke gewesen. Aber ja, es ist, ja. Gut, dort ist der Vujo auch ein grosser Teil gesehen. Dort ist der Vujo ein grosser Teil gesehen, auch oft im Bild gesehen. Also er hat auch gemacht, dass man ihn sieht. Ja. Ich würde gerne mal noch schnell ein bisschen spazieren während der Show. Ach. Und er hat auch schon vor Corona gewusst, wie wichtig Spaziergänge sind. Also er hat schon geschaut, dass er fit bleibt. Ja. Ich weiss noch, dort wirklich, es sind halt auch zwei von meinen Helden sozusagen. Aber der Vujo ist sehr präsent gesehen und der Baschi hat, glaube ich, den grössten Hut angehabt, den es jemals gegeben hat. Ja, und der Marco Rima und der Victor Giacobo, die in der Zugabe, glaube ich, fünfmal angefangen haben, Happy Birthday singen, obwohl gar niemand in diesem Raum Geburtstag gehabt hat. Das sind schon sehr schöne Momente gewesen. Ah, herrlich, ja. Also ich hoffe sehr, dass deine Derniere kann stattfinden. Ist denn eigentlich schon fast wieder wie eine Premiere? Weil du weißt ja gar nicht, wie das Programm geht. Ich habe es im August das letzte Mal gespielt. Musst du dir mal vorstellen. Ja. Das ist ein Dreivierteljahr. Absolut. Das ist absurd. Ja. Also, wenn es stattfindet, ich komme. Sehr gern. 15. Mai, Vorverkauf startet, wenn alles gut läuft, am 4. März, was mein Geburtstag ist. Ja. Stimmt. Ja. Alles Liebe.
Gleichfalls. Schön, bist du wieder mal da gewesen. Ja, ist lange nicht mehr gewesen. Ja, wirklich. Also wir sehen uns in 2 Monaten. Ich habe, bevor wir angefangen haben aufzeichnen, habe ich noch gefragt, ob das, wie das rechtlich eigentlich ist. Ab wie vielen Appearances ist es mein Podcast? Ab wann musst du mich in die Autorenziele mitnehmen, wenn du beim Urladen? Ich kann dich gar nicht in die Autorenziele mitnehmen. Nein, ist okay. Wahrscheinlich kriegst du noch Probleme, falls wir Sponsoren haben, dass du dann noch in die Autorenziele bist. Dann kriegst du Probleme aber auch. Du kannst auch nur mit 2,4% bei SRF angestellt sein und darfst es immer noch nicht versponsern. Ist das so? Ja, das ist so. Das Gut. Kann ich dir nach vielen Abklärungen sagen. War das toi, toi, toi. Bis. Oh,